Meine Damen und Herren, am 25.11.2020 fand hier im historischen Pavillon des IAS in Erkner das 49. Brandenburger Regionalgespräch statt. Sehen und hören Sie dazu die folgende Aufzeichnung. Das Thema lautete 30 Jahre Wiedervereinigung zur anhaltenden Aktualität Ostdeutschlands. Die konstant hohe Bedeutung der Kategorie Ostdeutschland ist erstaunlich. Wir finden sie nach wie vor in öffentlichen und wissenschaftlichen Diskursen. Leicht übersehen wird, dass der Begriff Ostdeutschland nicht nur Realität beschreibt, sondern eben auch erzeugt. Und das sind vor dem Hintergrund der Kategorie Ostdeutschland Dachfragen, die bei den folgenden Beiträgen mitschwingen. Welchen analytischen, politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Gehalt hat die Kategorie Ostdeutschland heute noch? Auf welche Themen wird sie wie angewendet? Welche Art von Wirklichkeit erzeugt die Kategorie Ostdeutschland, gewollt oder ungewollt? Und wie sollte sich in Zukunft das Reden über Ostdeutschland wandeln? Auf dem virtuellen Podium bekommen Sie die Expertise von Dagmar Rothacher, Annette Steinführer, Wolfgang Kiel, Sören Becker und Oliver Ibert, die ich nachher jeweils einzeln vorstelle. Felix Müller beobachtete hier im historischen Pavillon dankenswerterweise den Chat und brachte als Co-Moderator die Chat-Feedbacks unserer Gäste ein. Und wenn auch Sie Fragen und Kommentare einbringen möchten, meine Damen und Herren, können Sie das gerne tun. Rufen Sie mich bitte gerne an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Veranstaltung. Damit hatten Sie sich ja alle bereit erklärt. Professor Dr. Oliver Ibert ist Wirtschaftsgeograf. Seit 1. Juli 2019 ist er Direktor des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung hier in Erkner. Er ist Professor für raumbezogene Transformations- und Sozialforschung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Und ich möchte gerne nochmal sagen, weil wir es auch in der Pressemitteilung Felix und ich so formuliert haben, das heute international vernetzte und forschende IRS ist das einzige sozialwissenschaftliche Leibniz-Institut in Brandenburg. Es untersucht raumbezogene Transformationsprozesse und es hat ostdeutsche Regionalentwicklungsprozesse seit seiner Gründung im Jahr 1992 immer wieder wissenschaftlich mitbeforscht. Und Oliver Ibert meint, Ostdeutschland in der Forschung entdecken, nicht voraussetzen. Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Regionalgespräch. Ich freue mich drauf. Bevor ich mit meinem Statement anfange, möchte ich noch gerne ein paar Credits geben. Ich bin mit diesem Thema zum ersten Mal sozusagen konfrontiert worden, als Sören Becker und Matthias Naumann auf mich zugetreten sind mit der Anfrage, ob ich ein Kapitel zu ihrem Sammelband beitragen möchte, bei dem es um eine Bilanzierung von Ostdeutschland Forschung gehen sollte. Und ich habe zunächst mal mich gar nicht so kompetent gefühlt, das ist das eine. Und dann habe ich aber das andere, die zweite Reaktion war für mich auch, wie möchte ich eigentlich ein Ostdeutschland-Forscher oder Ostdeutschland-Experte sein? Und ich hatte irgendwie ein Unbehagen damit und war irgendwie kritisch und habe gedacht, ist das eigentlich noch up-to-date, das so zu machen? Und diese kritische Haltung hat mir dann eine Einladung zu einer Podiumsdiskussion auf dem Deutschen Kongress für Geografie in Kiel letztes Jahr gebracht, ebenfalls organisiert von Sören Becker und Matthias Naumann. Und dort haben wir aber eine sehr interessante Diskussion geführt, bei der ich so viel geglaubt habe, dazugelernt zu haben, dass ich gedacht habe, das ist wirklich wäre auch ein schönes Thema für ein Regionalgespräch. Auch jetzt zu diesem symbolträchtigen Datum. Was wir dort auf dem Geografiekongress aber gemacht haben, das war eine innerwissenschaftliche Diskussion. Wir haben also gedacht, dass wir das für das Regionalgespräch ein bisschen ausweiten, die politische und die öffentlichen Diskurse stärker mit reinnehmen. Und schließlich war ich natürlich auch neugierig, wie Sören Becker und Matthias Naumann selber dazu stehen. Die haben sich auf dem Geografentag sozusagen als rahmensetzende Kollegen sehr stark in Szene gesetzt, aber wie sie selber dazu stehen, das habe ich dort gar nicht so erfahren, deswegen haben wir auch auf jeden Fall Sören Becker hier eingeladen,
mich sehr neugierig, was er dazu sagt. Ein zweiter Aspekt, der auch wichtig ist, das ist mehr so ein institutioneller Aspekt, dass ich als Direktor eines Leibniz-Instituts in Erkner natürlich in Ostdeutschland forsche. Das ist ja und auch verantwortlich bin für Forschung in Ostdeutschland. Es gibt ja neben dem IAS in Erkner auch noch zwei weitere große raumwissenschaftliche Institute, nämlich das IÖR in Dresden, das Institut für ökologische Raumentwicklung und das Institut für Landeskunde in Leipzig. Also es findet sehr viel außeruniversitäre, raumbezogene Forschung in Ostdeutschland statt. Aber diese institutionelle Verfasstheit heißt nicht unbedingt, dass diese Institute sehr viel über Ostdeutschland forschen. Da steht ja sehr stark auch im Vordergrund die überregionale Bedeutsamkeit der Forschung und das gesamtstaatliche Interesse. Also es sind Forschungsinstitute in Ostdeutschland, aber nicht unbedingt Institute, die über Ostdeutschland forschen. Was war jetzt meine Bauchschmerzen in dieser Kategorie von Ostdeutschland? Das ist ja ein Begriff, Ostdeutschland, der eine Territorialisierung vornimmt. Das heißt, wir haben es hier mit einer sozialen Konstruktion von Raum zu tun. Hier wird ein Raumausschnitt durch eine Grenzziehung herausgeschnitten und die Eigenschaften dieses Raumausschnittes, dieses Territoriums Ostdeutschland, werden vor allem im Unterschied zu anderen Raumausschnitten thematisiert. Territorialisierungen sind notwendigerweise immer Vereinfachungen, die aber einen Vorzug haben, nämlich dass man aufgrund dieser Vereinfachung dann Analysen vornehmen kann. Und auch Territorialisierungen sind auch wichtig, um Handlungsfähigkeit herzustellen, also um zum Beispiel politische Programme zu erstellen. Und im Falle von Ostdeutschland hatte ich jetzt so zwei Probleme. Das eine Problem ist hier mehr auf der zeitlichen Ebene angesiedelt, dass man hier also ein großes Territorium jetzt vor allem, sage ich mal, betrachtet vor dem Hintergrund der 40-jährigen DDR-Geschichte, weil Ostdeutschland ist ja im Grunde, sage ich mal, das alte DDR-Territorium, was einem da sozusagen entgegentritt. Und diese zeitliche Priorisierung hat zur Folge, dass man eigentlich langfristige Entwicklungslinien abschneidet, also ein bisschen vergisst, dass es da auch längerfristige Entwicklungslinien gibt. Und es hat auch zur Folge, dass alles, was nach 1990 passiert ist, dann irgendwie auch unter so einer unter so einem postsozialistischen Stempel gesehen werden muss. Das heißt also, was sehr stark betont wird, ist hier sozusagen, sind hier zwei Brüche, das ist die Gründung und der Untergang der DDR. Und das davor und das danach, das ist dann sozusagen vor allem als ein prä- oder postsozialistisches, sozialistische Zeit zu denken. Und diese zeitliche Fixierung könnte dazu führen, dass sozusagen diese Phase des Sozialismus sehr stark auch verstetigt wird und vielleicht auch über die Maßen in die Gegenwart hineinreicht. Die zweite Problematik, die ich hatte, das ist mehr so räumlich gedacht. Also was man bei Territorialisierung ja sehr häufig hat, ist das, was man so aus politischen Karten kennt. Also man hat hier ein Territorium, das ist blau und das andere Territorium ist rot. Das impliziert so zwei Dinge, nämlich einerseits, dass das rote Territorium wirklich durchgehend rot ist und das andere ist, dass das rote und das blaue Territorium komplett unterschiedlich sind. Also man hat hier so eine Homogenisierung nach innen und eine Betonung von Unterschieden nach außen. Die Grenzen zwischen diesen Territorien werden hauptsächlich durch ihre trennende Wirkung betont, was weniger eine Rolle zu spielen scheint, sind aber die Durchlässigkeit dieser Grenzen, die ganzen Austauschbeziehungen, die über diese Grenzen hinweggehen. Also hier hatte ich auch das Gefühl, dass durch diese Territorialisierung eigentlich einerseits die Möglichkeit
interne Differenzierung genauer zu betrachten, verloren geht oder zumindest schwieriger wird und zum anderen auch die Austauschbeziehung und die Durchlässigkeit der Grenzen, die ja durch das Bild der Mauer irgendwie ja sehr stark auch heraufbeschworen wird, dass diese Austauschbeziehung, obwohl wir wissen, dass es sie gegeben hat, auch während der DDR-Zeit, dass diese Austauschbeziehungen schwerer in den Griff zu bekommen sind. Was ich auf der Geographentags-Diskussion aber glaube gelernt zu haben, ist, dass diese Kategorie Ostdeutschland vielleicht als ein analytischer Begriff, der in der Wissenschaft hilft, vielleicht gar nicht so primär seine Bedeutung hat, sondern eher eine, sag ich mal, politische und auch eine biografische Komponente hat. Und in dieser Komponente finde ich ihn natürlich außerordentlich wichtig. Also es scheint so eine Art Reaktion zu sein auf die Ignoranz, mit der viele Westdeutsche die historische Phase, der historischen Phase der DDR und auch den neuen Bundesländern gegenübertreten. Das wird sozusagen durch diesen Begriff dann auch politisch thematisierbar. Und es ist auch ein Begriff, der biografische Erfahrungen kommunizierbar macht, die eben nicht komplett in Deutschland geteilt werden. Und vor diesem Hintergrund finde ich die Kategorie tatsächlich enorm wichtig. Und ich habe mein Statement überschrieben, Ostdeutschland in der Forschung entdecken und nicht voraussetzen. Und das ist für mich, glaube ich, die Quintessenz oder die Schlussfolgerung, die ich bisher jetzt aus meinen Überlegungen gezogen habe. Ich finde es immer schwierig, wenn man sozusagen von vornherein sagt, ich möchte über Ostdeutschland forschen und sozusagen diese Raumkategorie im Denken voraussetzen. Und dann wird man sie natürlich auch irgendwie entdecken, aber man wird auch viele Dinge ausblenden, die vielleicht wichtiger sind. Also zum Beispiel Ähnlichkeiten zwischen Regionen in Ost und West oder Prozesse, die in Ostdeutschland, im Osten Deutschlands ähnlich ablaufen, im Westen Deutschlands, aber auch differenzierte Entwicklung innerhalb von Ostdeutschland. Wo ich das aber wieder interessant finde, dass es, wenn man Ostdeutschland entdeckt, wenn es sozusagen auf einmal aufscheint, also man eine Analyse vornimmt, bei der gar nicht das Ziel war, Ostdeutschland zu analysieren und Ostdeutschland trotzdem auf einmal erscheint. Und eine solche Entdeckung haben ja viele von uns gehabt, waren jetzt diese ganzen Corona-Karten, die zirkulieren, um die räumliche Ausbreitung des Coronavirus sozusagen zu bebildern. Und das läuft ja in Deutschland so, dass die verschiedenen Landkreise sozusagen unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden. Je nachdem, wie viele Ansteckungen auf 100.000 Einwohner gemeldet worden sind in einer Zeit von einer Woche, färben sich sozusagen Landkreise in unterschiedlichen Farben. Und da hat man in der Tat am Anfang der Corona-Epidemie sozusagen das gute alte Ostdeutschland wieder aufscheinen sehen. Mittlerweile, wenn ich mir die Karte von heute angucke, ist es aber so, dass eigentlich der Ost-West-Kontrast mittlerweile verschwunden ist aus den kartografischen Darstellungen und dass eben dann andere Themen auftauchen, nämlich zum Beispiel die Frage, was macht eigentlich die ganzen Landkreise und Städte vergleichbar, in denen die Ansteckungszahlen hoch sind, oder was macht die vergleichbar, wo die Ansteckungszahlen niedrig sind. Also mein Plädoyer wäre, dass man Ostdeutschland eher als eine Kategorie haben sollte, die im Hinterkopf lebendig bleiben sollte, deren politische und biografische Relevanz man anerkennen sollte und die es uns erlaubt, Ostdeutschland immer wieder zu entdecken und dabei überrascht zu sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Ebert. Ich würde jetzt auch gleich das nächste Statement gerne anschließen, nämlich das Statement von Dagmar Rothacher. Sie ist Unterabteilungsleiterin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und sie ist Leiterin des Arbeitskreises Neue Bundesländer, des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Seien Sie herzlich willkommen, Frau Rothacher. Hat die Bundespolitik unterschätzt, was der Transformationsprozess nach dem Mauerfall in Ostdeutschland bedeutet hat? Und hat die Bundespolitik in den vergangenen 30 Jahren dazugelernt?
Wie sehen Sie es als ausgewiesene Expertin in Ihrem Statement 30 Jahre deutsche Einheit, Konvergenzfortschritte, aktuelle Herausforderungen und die lange Wirkung der Transformation? Bitte schön, liebe Frau Rothacher. Ja, lieber Herr Mahnke, ganz herzlichen Dank und natürlich auch einen Gruß an die Mitstreiter auf dem Podium und natürlich auch an die zugeschalteten Damen und Herren, die sich dieses interessanten Themas annehmen wollen. Sie wissen, eigentlich war hier jemand anders angekündigt, nämlich Herr Wanderwitz. Der ist heute im Bundestag gefordert und hat mich gebeten, dass ich für ihn heute dieses Podium mit bestreite. Ihm selbst ist dieses Thema, was Sie heute hier behandeln, ganz wichtig. Angemessen reden über Ostdeutschland, das ist nicht so ganz einfach. Wir wollen ja darüber sprechen, so habe ich das verstanden, dass man sich fragt, ist eigentlich diese Debatte Ost- und Westdeutschland eher förderlich oder eher kontraproduktiv im Hinblick auf das Zusammenwachsen? Und in meinem Arbeitsalltag spreche ich natürlich auch immer regelmäßig über Ost und West. Warum? Sie sagten es, ich bin Leiterin des Arbeitsstabes, Arbeitskreis ist nicht ganz treffend, Arbeitsstabes des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder und es gibt einen Auftrag des Deutschen Bundestages, nämlich regelmäßig dem Parlament zum Stand der deutschen Einheit zu berichten. Und das indiziert natürlich genau diese Kategorie Ost-West und fordert uns heraus, diese Betrachtung anzustellen. Das ist der eine Punkt. Aber, das klang eben schon bei Herrn Professor Ibert an, schaut man zum Beispiel den Deutschlandatlas des BMI einmal an, zu gleichwertigen Lebensverhältnissen, dann sieht man, dass es eine ganze Reihe thematischer Kennzahlen gibt, die, wenn man sie visualisiert, ganz plötzlich die frühere ostdeutsche Grenze wieder sichtbar werden lässt, und zwar flächendeckend. Und das gilt interessanterweise, Herr Professor Ibert sprach es an, auch für Corona. Es verwischt sich leider jetzt, aber das war auch phänomenal, wo man dann wunderbar wieder gesehen hat, da ist irgendwas anderes in diesem Bereich. Also insoweit ist es richtig, einfach auch von unserem Auftrag her, Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, dass wir diesen Blick einnehmen. Wo stehen wir heute? Wir haben im September den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit vorgelegt. In diesem Jahresbericht haben wir uns schon bemüht, auch den Blick etwas weiten zu lassen, wer sich dieses Werk, wir haben uns viel Mühe gegeben, das ist in der Tat 30 Jahre geschuldet, dass wir uns also etwas mehr Dinge angeschaut haben. Was haben wir erreicht? Wir haben viel erreicht, große Erfolge. Die durchschnittliche Wirtschaftskraft, werden Sie dort nachlesen können, der neuen Bundesländer einschließlich Berlins, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, das ist üblicherweise diese Kennzahl, hat quasi einen Wert von knapp 80% des gesamtdeutschen Durchschnitts erreicht. Wenn man nur die neuen Flächenländer ohne Berlin ankommt, sind es nur 73. Also insoweit sieht man, Berlin ist ein Zugpferd. Aber im Vergleich zum Ausgangsniveau 1990 ist das eine Verdopplung, fast eine Verdopplung der realen Wirtschaftsleistung. Also immerhin eine stolze Zahl. Und man muss auch den Blick weiten lassen und nicht nur Ost und West vergleichen, sondern einfach mal gucken, wie steht denn Ostdeutschland, ich sage es jetzt hier auch ganz bewusst, im Verhältnis beispielsweise zu Spanien, Frankreich, Italien. Da liegt Ostdeutschland absolut im Vergleich. Und wenn man osteuropäische Nachbarn anschaut, Tschechien, Polen, liegt die Wirtschaftskraft so höher. Auch wenn man die Arbeitslosenquote anbelangt, 2005 mit 18,7, das sollte man sich 18,7 Arbeitslose% hatte da einen Höchststand. 2019 liegen wir bei 6,4% und damit nur noch knapp ein Drittel und über dem Stand der sogenannten alten Länder. Ähnliche Befunde beim Stichwort Verdienst und dem Einkommen, die Bruttolöhne und Gehälter je Arbeitnehmer liegen heute bereits bei gut 82% des Niveaus der alten Länder. Da in der Tat muss ich einräumen, das ist Durchschnitt. Das kann mitunter sehr krasse Unterschiede bewirken. Aber im Durchschnitt sind es 82%. Im tariflichen Bereich allerdings, da gibt es fast keine Unterschiede. Und beim verfügbaren Einkommen, das heißt technisch so, bedeutet, das ist das,
wo man tatsächlich mit einkaufen gehen kann, haben Sachsen und Brandenburg jetzt erstmals das Niveau des Saarlands erreicht. Das sind, glaube ich, wichtige Erkenntnisse, wo man sieht, da tut sich doch was, nicht in der rasanten Art und Weise, wie wir uns das manchmal erhofft haben, aber es tut sich was. Und das muss natürlich auch gesagt werden, wenn man sich mit Unterschieden beschäftigt, beispielsweise beim Pro-Kopf-Einkommen, muss man natürlich auch die regionalen Preisstrukturen immer im Blick haben. Also Kaufkraftparitäten werden natürlich zum Beispiel von den Wohnkosten bestimmt und die sind in den Regionen durchaus sehr, sehr unterschiedlich und unterscheiden sich beispielsweise von jenen in Ballungsräumen oder Gebieten mit hoher Wertschöpfung. Und insoweit muss man auch diese Zahlen immer im Verhältnis sehen. Ja, was sind Herausforderungen? Also wir sehen auf der einen Seite steiler Anstieg, enorme Fortschritte, stetige Annäherung der Wirtschaftsleistung. Aber zur Wahrheit gehört auch, und da kommt wieder die Karte ins Spiel, wenn man sich Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen anschaut, sind sie nahezu flächendeckend die berühmten strukturschwachen Regionen Deutschlands. Und wenn man das visualisiert, haben wir genau diese alte, neue oder alte Grenze aus dem damals geteilten Deutschland. Also wir haben in der Tat in Ostdeutschland noch nicht zur Wirtschaftskraft der alten Länder aufgeschlossen. Aber, auch hier ein kleines Aber, wir müssen uns damit beschäftigen, was ist denn unser Vergleichsmaßstab? Unser Vergleichsmaßstab sind die alten Länder. Und was ist damit? Das sind die dynamischsten Wachstumsregionen Europas. Also sozusagen, Herr Wanderwitz prägte diesen Begriff Klassenprimus. Das heißt, wir vergleichen uns mit praktisch der Oberklasse und insoweit muss man in der Tat bei der Bewertung und dem Vergleich auch sehen, wie ist es denn im Gesamtkontext. Das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen können, weil wir sagen, gut, also Klassenprimus müssen wir nicht werden, aber mitfließen. Aber wir müssen natürlich weiter dranbleiben und uns damit beschäftigen, wo liegt etwas im Argen und wo müssen wir einfach noch mal dran. Ja, die Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern ist zurückgegangen, aber dazu schrumpft auch die Einwohnerzahl und zwar nicht nur ein wenig, sondern ganz erheblich. Wir haben jetzt mittlerweile in den letzten Jahren, das finden wir sehr, sehr gut und sehr positiv, ein positives Wanderungssaldo, aber die Folgen der Abwanderung, und zwar erhebliche, 2 Millionen in den vergangenen Jahrzehnten, die spüren wir natürlich heute noch. Das sind die Generationen, die wegfallen, die Kinder bekommen, Familie gründen und Ähnliches. Und wenn man jetzt die Lebensbedingungen so insgesamt vergleicht, müssen wir natürlich viele Faktoren in den Blick nehmen und nicht nur BIP oder Ähnliches. Also beispielsweise die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen, die Wohnbedingungen und die Kosten des Wohnens, Erreichbarkeit von Ärzten und Krankenhäusern, Zugang zu Bildungseinrichtungen, die Anbindung an die Verkehrs- und Infrastrukturen, Alterung, Wohlstand, Bevölkerung, um nur so ein paar zu nennen. Und hat Herr Professor Ilbert völlig zu Recht darauf hingewiesen, die Unterschiede verlaufen oft aber nicht mehr nur zwischen den neuen und alten Ländern. Auch das ist etwas, womit wir uns intensiv beschäftigen, sondern je nach Kriterium auch mit sehr unterschiedlicher regionalen Verteilung. Und auch hier nochmal der Hinweis auf den Deutschlandatlas der Bundesregierung, der bei 50 Kriterien online in einer interaktiven Karte dieses aufzeigt bis auf Kreisebene. Und so werden Sie dort finden, dass es auch in Bayern nicht überall die kürzesten Wege zum Arzt gibt oder zur nächsten Haltestelle oder auch die Breitbandverfügbarkeit ist nicht überall so top. Das heißt, von größerer Bedeutung werden zunehmend Disparitäten zwischen strukturschwachen, strukturstarken oder ländlichen und städtischen Regionen, unabhängig von der berühmten Himmelsrichtung Ost und West. Deutschland ist seit 1990 strukturell sehr viel vielfältiger geworden. Wir haben nicht überall gleichwertige Lebensverhältnisse, aber trotzdem sind sie nahezu gut in allen Bereichen. Und das führt uns zu dem Schluss, dass Transformation immer mehr, also alles das, was man unter diesem Transformationsprozess versteht, als gesamtdeutsche Aufgabe verstehen muss.
Und hinzu tritt natürlich, wir sind nicht allein auf der Welt als Deutschland, sondern Deutschland und Europa ist natürlich Herausforderungen ausgesetzt, nämlich zum Beispiel die Wirtschaft bei der grünen, wie es so schön heißt, und digitalen Transformation oder jetzt ganz immens gefordert bei der Bekämpfung der Konsequenzen der Covid-19-Pandemie. Und dafür sind immense Anstrengungen gerade der Wirtschaft erforderlich. Aber die Chancen, die darin liegen, und das finden wir an ganz vielen Stellen, auch in den neuen Ländern, für Innovation, für sauberes Wachstum, neuen Wohlstand, die sind enorm. Und da erhoffen wir uns, dass gerade in Ostdeutschland da ganz viel passiert. Ich sehe da große Chancen. Jetzt habe ich so viel gesagt, wie es gut aussieht, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Jetzt kommt das große Aber. Wir nehmen natürlich wahr, dass trotz dieser belegbaren, eindrucksvollen Erfolge diese Einheit nicht bei allen Bürgern und Bürgerinnen gleichermaßen für Zufriedenheit sorgt. Wir beobachten diesen Bruch zwischen Realität und Wahrnehmung. Und interessant sind auch diverse Umfragen, die ja gerade in dem Jubiläumsjahr ziemlich häufig durchgeführt worden, dass man durchaus anerkennt, was sich auch in den Bewertungen der Umfragen niederschlägt, dass das persönliche Umfeld, die persönlichen Lebensbedingungen als positiv empfunden werden. Das heißt, die eigene Situation wird durchweg als überwiegend positiv eingeschätzt. Allerdings, wenn man allgemein fragt, wie sehen Sie denn die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung insgesamt, sieht das Urteil schon deutlich anders aus. Ein, wenn auch kleiner Teil, sieht weder für sich noch für das Land eine positive Entwicklung bis hin, und da schlägt es dann tatsächlich um, bis hin zum Empfinden von Bitterkeit, Frust, dieses Stichwort Selbstwahrnehmung als Bürger zweiter Klasse. Und auch hierzu, das haben ja auch die Statements, die versendet wurden, gezeigt, gibt es auch ganz viele Erklärungsversuche. Aber ganz sicher wirken hier natürlich die teils sehr, sehr harten Transformationserfahrungen weiter. Und das verknüpft mit den hohen Erwartungen, die man seinerzeit im Rahmen der Wiedervereinigung für sich gefunden hatte. Und diese Entwicklung ist häufig verknüpft mit einem geringeren Vertrauen in die Demokratie, in ihre Institutionen, sowohl von der Idee der Demokratie her, als auch von der tatsächlichen Umsetzung. Ich will aber nicht überzeichnen, das ist nicht so, dass das die Mehrheit ist, sondern die Unterstützung der Demokratie im Allgemeinen findet auch bei den Menschen in den neuen Ländern eine deutlich hohe Unterstützung. Und der Unterschied zwischen Ost und West ist hier auch eher gradueller, aber nicht grundlegender Natur. Aber man könnte tatsächlich die Frage stellen, ob dieser stetige Ost-West-Vergleich, den wir jetzt auch qua Auftrag immer anstellen müssen, tatsächlich vielleicht eher hinderlich ist oder ein Teil des Problems sein könnte, wenn man gerade vor diesem Hintergrund der überhöhten Erwartungen diesen Vergleich anstellt. Denn wenn wahrgenommene Unterschiede wichtiger sind als tatsächliche, dann wirkt sich offenbar das auf die individuelle Beurteilung von Gerechtigkeit und Ähnlichem aus. Ich bin deswegen manchmal nicht so ganz glücklich mit der Fragestellung mancher Umfragen, wo ich das Gefühl habe, dass die dieses Ergebnis der Wahrnehmung ein bisschen vorzeichnen und gefühlte Wahrnehmungen werden hier ein bisschen mitunter mit aktiviert. Weshalb komme ich da jetzt drauf? Fragt man nämlich ohne direkte Hervorhebung von Ost und West nach dem persönlichen Befinden und verknüpft den Lebensort in der Auswertung. Wie ganz aktuell beim Glücksatlas der Deutschen Post sind keine Unterschiede zwischen Ost und West zu sehen. Das heißt also, man kann durchaus fragen, ist das ganz klug, was wir hier machen? Und natürlich dürfen wir, wenn wir solche Befunde haben, nicht einfach stehen lassen und das ist halt so, sondern wir machen uns natürlich sehr viel Gedanken, was ist zu tun. Sie wissen, wir haben die Regierungskommission 30 Jahre anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Deutsche Einheit und Wiedervereinigung.
die haben ein ganz wichtiges Herzstück, so haben sie es auch benannt, in ihrer Arbeit gehabt. Wir müssen reden. Also ich glaube, ohne das geht es nicht. Die politische Auseinandersetzung über die ungelösten Probleme des Einigungsprozesses unvoreingenommen, ohne Schuldkomplexe, aber auch ohne Schuldzuweisung und ohne Belehrung führen. Ganz hilfreich ist hier nach meiner Einschätzung auf jeden Fall das gestiegene Selbstbewusstsein der jüngeren Generation im Osten, die für sich längst die Chancen erkannt haben im wieder vereinigten Deutschland. Und wir sollten die Opferrolle, in denen sich nach wie vor nicht wenige Angehörige der mittleren und älteren Generation in den neuen Bundesländern begeben haben, nicht bestärken. Und darüber hinaus müssen wir sprachlich so weit wie möglich darauf achten, diese ehemalige Teilung von Deutschland in Ost und West, in alte und neue Länder nicht permanent zu bestätigen, wenn dies nicht aus dem Sachzusammenhang einfach geboten ist. Und stattdessen, auch das hat Herr Professor Ibert gerade angedeutet, sollten wir alternative regional-geografische Einteilungen vornehmen, zum Beispiel Nord-Süddeutschland, die bevorzugte Nennung der einzelnen Bundesländer, der Regionen, der Städte, der Gemeinden, das heißt genauer und regional hinzugucken. Vielleicht wäre es auch angebracht, ein Narrativ zu entwickeln und zu fördern, das die deutsche Einheit in ihren Erfolgen wie in ihren Unzulänglichkeiten als gemeinsame Anstrengung, gemeinsame Leistung, gemeinsame Verantwortung von Ost- und Westdeutschland begreift. Dazu gehört wechselseitige Wertschätzung, auch und gerade im Hinblick auf das Leben in der DDR. Ich habe neulich bei einem Vortrag teilnehmen dürfen, da wurde ein Beispiel gebracht, dass das aus meiner Sicht ganz gut zum Ausdruck kommt. Sie kennen alle den Trabi, war der Stolz der Familien in der DDR. Man musste sich das Auto mühsam über viele Jahre ersparen und die Kreativität in der Erhaltung der Funktionsfähigkeit war immens. Heute lächelt man darüber, über diese Autos, empfindet dies möglicherweise auch als Kuriosität der DDR und entwertet damit eigentlich auch ein Stück weit die Erinnerung an das, was man damals voller Stolz gehabt hat, wenn man die erste Urlaubsreise damit angetreten hat. Oder weiteres Beispiel, die Arbeiter in den Braunkohlerevieren der DDR, nahezu Helden seinerzeit, die haben für die warmen Wohnungen gesorgt, für die laufende Produktion. Und nach dem Mauerfall waren sie verantwortlich für die unglaubliche Umweltverschmutzung. Was für ein neues Bild, das man von diesen Menschen dann plötzlich gezeichnet hat. Das heißt, Wertschätzung muss das System mitbedenken, in dem etwas bewertet wird, sonst wird es schnell ungerecht. Ein Artikel in der Berliner Zeitung vom heutigen Tag ist überschrieben mit »Wo sind die positiven Erinnerungen?« Der Autor ist Journalist und heißt Peter Wendierski. Und der Autor vermisst einen Ort, an dem Widerstand und Opposition, ich zitiere, Mut und Unerschrockenheit im Zentrum der Darstellung stehen, Ende des Zitats. Und in diesen Erinnerungen, auf die man gemeinsam stolz sein könne, sieht er eine, ich zitiere, Impfung gegen schlechte und falsche Erinnerungen, Ende des Zitats. Ich finde das eigentlich ganz anschaulich beschrieben, also mich hat das zumindest nachdenklich gemacht. Also mein Fazit ist, Deutschland ist vielfältig. Ost-West-Unterschied ist darin nur noch eine Dimension. Disparitäten zwischen strukturschwachen und starken oder städtischen und ländlichen Regionen kommen als Dimension dazu. Und das Motto der Jubiläumsfeierlichkeiten zu 30 Jahre friedlicher Revolution und deutscher Einheit drückt dies meines Erachtens ganz gut aus. Deutschland ist eins, vieles. Und nun freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rothacker. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich möchte jetzt gerne die Diskussion eröffnen. Zunächst mit den Podiumsteilnehmenden. Gibt es da Wortmeldungen? Was ja bei Ihnen beiden auch rausgekommen ist, es ist so ein impliziter Appell, man müsse doch den Diskurs jetzt mal irgendwie neu machen. Also wer beschreibt eigentlich Ostdeutschland? Das war bei Herrn Ebert drin. Wie wird das beschrieben? Und die andere Sache, die mir bei Ihnen noch aufgefallen ist, liebe Frau Rothacher, ist auch dieser Begriff der Befindlichkeiten. Und das eine sind die knallharten materiellen Fakten. Vieles stimmt, wenn man manche Straßen im Osten anguckt, kann man, wenn man beispielsweise Richtung Ruhrgebiet
feststellen, was habt ihr hier eigentlich für eine Infrastruktur? Die ist bei uns mittlerweile besser. Keine Frage, das haben Sie ja auch angedeutet. Die Frage ist aber doch, soll dieser Diskurs über Befindlichkeiten und wie sich die Menschen fühlen, soll das Ihrer Meinung nach jetzt, sollen das andere Leute übernehmen, muss der neue geführt werden? Das ist mir noch nicht so klar. Man kann ihn ja nicht einfach, also das Immaterielle kann man ja noch nicht einfach abschneiden. An Frau Rothacher die Frage. Ja, wenn ich da direkt was zu sagen kann. Also nach meiner Einschätzung muss man, wenn Befindlichkeiten geäußert sind, dann sind die einfach da. Dann kann ich mich nicht rational daneben stellen, das Bruttoinlandsprodukt skizzieren und sagen, ihr müsst euch jetzt gut fühlen, weil das die Realität zeigt das ja alles. Sondern häufig steckt ja mehr dahinter. Und was mich gerade auch an dem zitierten Artikel so nachdenklich gemacht hat, und das ist natürlich nicht das erste Mal, sondern immer wieder, offensichtlich ist da eine ganze Menge passiert mit den Menschen nach der Transformation, im Rahmen der Transformation. Und das äußert sich natürlich in solchen Wahrnehmungen. Und deswegen muss man schon mal gucken, was steht dahinter. Und ein ganz wichtiges Instrument ist, es klingt profan, aber tatsächlich miteinander sprechen, und zwar auf Augenhöhe. Nicht wie ein Therapeut, sondern was ist es denn, was in der jeweiligen Region brach liegt, wo man sich unglücklich fühlt oder was man als Benachteiligung empfindet. Also gerade wenn wir jetzt anschauen, was im Rahmen des Strukturwandels passiert. Da geht ja auch wieder ein Stück Identität verloren, das man für diese Region empfunden hat, für das einzelne Gebiet, was geprägt ist, beispielsweise durch die Braunkohleindustrie, eine große Familie, eine lange Arbeitshistorie, und das geht weg. Und was kommt an die Stelle? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt also, insoweit denke ich, dass man bei vielen ökonomisch gesteuerten Prozessen nicht vergessen darf, dass es da eine komplexe kulturelle, ein kulturelles Begleitszenario gibt, was man mit im Auge behalten muss. Ich habe das Gefühl, dass man das häufig nicht wirklich ernst nimmt, sondern das läuft irgendwie so mit als weiches Thema, aber im Vordergrund stehen die harten ökonomischen Dinge. Aber ich glaube, für einen Zusammenhalt oder Ähnliches sind die anderen Dinge genauso gleichbedeutend. Das heißt, also man muss schauen, was macht das mit einer Region oder was ist los in einer Region, wo solche Befindlichkeiten geäußert werden, was ist da passiert. Und dann gemeinsam überlegen, kann man dagegen steuern, und regional passiert da ja auch ganz viel. Also wenn ich jetzt vielleicht nur als kurzes Beispiel eine kleine Kommune, die sich mit dem demografischen Wandel und das macht auch was mit den Menschen beschäftigt und dann pfiffige Ideen hat, wie man das trotzdem lebenswert hinkriegt, und solche Beispiele gibt es ja, dann ist das etwas, wo ich sage, so kann es laufen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen aus dem Podium oder auch aus dem Chat mittlerweile? Dann würde ich eine Abschlussfrage in der ersten Runde noch mal gerne stellen. Wie lässt sich angesichts der Binnenwanderung der letzten 30 Jahre und der vielen ost-westdeutschen Elternschaften die Kategorie Ostdeutschland überhaupt noch begründen? Das hatte ich mir noch aufgeschrieben für den heutigen Tag. Und da auch nochmal die Frage an Sie, Frau Rothacher, oder auch an alle. Findet da sowas wie ein Generationenwechsel jetzt statt in den Selbstbeschreibungen? Wie erleben Sie das auch in Ihren sehr umfangreichen ministeriellen Tun? Sie haben über Jahre, habe ich gelesen, da auch Erfahrungen gesammelt. Gibt es da so etwas, dass man sagen kann, jetzt kommen neue junge Leute nach und denen ist das ein bisschen egal, ob das Ost und West ist bei den Administrativen und in der Politik? Ja, Sie haben jetzt namentlich angesprochen, aber ich möchte hier jetzt auch nicht der Einzige sein, der hier redet. Nein, aber Sie sprechen schon einen wichtigen Punkt an. Also unsere Aufgabenstellung betrifft die sogenannten neuen Länder. Die sind definiert, ne, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter und so weiter. Das heißt also, insoweit ist dieser geografische Aspekt für uns unser Betätigungsfeld. Wenn man jetzt daran geht, wer sind denn die Menschen, die da drin leben? Sind die jetzt Ostdeutsch, Westdeutsch, die Gemischten, die Hinzugezogenen und so weiter? Das hat schon ganz heftige Diskussionen gegeben in der von mir schon erwähnten Jubiläumskommission. Denn Sie haben mit Sicherheit wahrgenommen, die Diskussion über die Repräsentanz von
Ostdeutschen in Führungsebenen, in Eliten. Und dann, wenn man dann Maßnahmen überlegt, muss man sich natürlich fragen, okay, für wen mache ich die denn jetzt? Wer ist denn jetzt Ostdeutscher? Ist das jemand, der in dem Gebiet der neuen Länder geboren wurde? Und wenn ja, wie lange? Auch nach 1990 und Ähnliches. Das heißt, genau diese Diskussionen kommen auf und sind ungeheuer schwer. Was ist mit denen, die schon seit 30 Jahren aus Westdeutschland in den neuen Ländern arbeiten, ihre Kinder großgezogen haben, Großeltern geworden sind? Sind die jetzt noch trotzdem noch Westdeutsche? Man tendiert scheinbar dazu, dass man sagt, das, was so ein bisschen prägt, also die Sozialisation in den neuen Ländern, dass das etwas ist, was noch so diese Erfahrung und diesen Blick für Ostdeutschland geschärft hat. Und dem misst man dann auch einen Wert bei Diskussionen über die Repräsentanz und so weiter beizutragen. Aber ehrlich gesagt, ich tue mich sehr, sehr schwer, das zu machen. Also wie gesagt... Okay, danke. Frau Wolfgang Kiel hatte sich noch gemeldet. Ich würde in dieser Frage, die in der Tat wirklich das eigentliche große Abenteuer unserer zukünftigen gemeinsamen Entwicklung ist, inwieweit sich solche Prozesse, solche Zweigleisigkeiten in den Generationen fortsetzen, das muss man einfach abwarten. Ich glaube nicht, dass es dafür gesicherte Fahrpläne gibt. Aber es gibt ein Vergleichsphänomen, was ich in diesem Zusammenhang mal empfehlen würde, wenn man das versuchen will, die Tiefe zu ergründen, in denen sich das abspielt, beziehungsweise die Hilflosigkeit, die ein deutsches Verwaltungswesen ausweist, damit umzugehen. Das ist die Frage der sogenannten Russlanddeutschen. Die deutsche Verwaltung hat denen einen deutschen Pass in die Hand gedrückt und damit sind sie aus allen Wahrnehmungen, Statistiken oder so verschwunden, weil sie waren dann einfach deutsche Bastard. Wenn man mal nochmal Zahlen rauskommt oder wenn man hier in Berlin sich in eine S-Bahn setzt und dann in der Landsberger erlebt, plötzlich die Querverbindungen aus Pellersdorf und Marzahn kommen, plötzlich wird überall Russisch gesprochen in den Zügen. Und zwar nicht von älteren Leuten, die vielleicht die Generation sein könnten, die diesen Transfer erlebt haben, sondern von deren Kinder und vielleicht sogar mittlerweile deren Enkel. Das heißt, die existieren eigentlich für die offizielle statistische Wahrnehmung Deutschlands gar nicht, aber kulturell sind die sowas von da. Und sie sind sowas von bereits zweite Generation, dritte Generation. Sie haben gegenüber den gleichfalls schwierigen Nachfolgegenerationen der südlichen Migranten den Vorteil oder Nachteil, dass sie unsichtbar sind. Man sieht es ihnen nicht auf Anhieb an, aber wenn man, wie gesagt, ein Ohr dafür hat, wird man feststellen, dass dort ganz massive andere kulturelle Verhaltensweisen dominieren und offenbar, wie gesagt, in der übernächsten Generation bereits völlig unangefochten. Und wenn man sich überlegt, was eigentlich in solchen Generationswechseln tatsächlich tradiert wird oder was auch verschwindet, je nachdem, ich habe das Buch noch nicht gelesen, momentan reden viele drüber. Es gibt gerade das Buch von Jana Hensel und Naika Furutan über die Ostdeutschen als eine migrantische Generation zu betrachten. Dann halte ich alleine diesen Ansatz, wenn man diese Neugier tatsächlich hat, wie das sich vielleicht fortsetzen könnte, wird ungeheuer produktiv. Denn ich glaube, es geht hier nicht nur um Wirtschaftszahlen, sondern hier geht es um Motive, die ganz tief sozusagen im sozialen Leben drinstecken und die man sich tatsächlich, und zwar ohne Vorurteile und ohne Angst vor Unterschiedlichkeit, einfach mal vornehmen muss, um sie dann abzukürzen. Okay, vielen Dank, Herr Kiel. Herr Ebert, Sie hatten sich auch noch gemeldet. Ja, genau, zu dieser Frage, also wächst sich das sozusagen raus mit den Generationen? Ich hatte ja in meinem Statement auch schon betont, dass ich glaube, dass Ostdeutschland eine ganz wichtige biografische Kategorie ist und dass man damit sozusagen auch biografisch ähnliche Erfahrungen benennt, zum Beispiel mit der Transformation 1989, 90 und den individuellen und dem subjektiven Erleben dieser Transformation und dass diese biografischen Erfahrungen auch nicht breit geteilt werden. Von der Logik her, also wenn es nur um das persönliche Erleben geht, müsste man in der Tat annehmen, dass sich das sozusagen rauswächst und dass die Personen, die diese persönlichen Erfahrungen selbst gemacht haben und sich darüber auch über diese persönlichen Erfahrungen ihre Identität konstruieren und in diesen Identitätskonstrukten auch Ostdeutschland eine große Rolle spielt, das müsste
das müsste eigentlich rauswachsen. So, ne? Diese Generation nähert sich dem Rentenalter oder ist schon im Rentenalter und ja, die, sag ich mal, nach 1990 Geborenen, das sind jetzt mittlerweile schon, also mehrere Kohorten, die haben dann teilweise schon selber wieder Kinder bekommen, also schon zweite Generation, müsste eigentlich nachwachsen, rauswachsen. Das Problem aber ist, und sind jetzt noch andere, also Herr Kill hat den Begriff der Kultur genannt, oder was heißt das Problem? Und in Ihrem Bericht, Frau Rothacher, haben Sie ja gesagt, Sie sind ja quasi, Sie haben den Auftrag, mit diesem Blick auf die neuen Bundesländer zu gucken. Da kommt mir der Begriff der Institution in den Kopf. Also hier werden sozusagen andere Formen von Gedächtnis aktiviert, kollektive Formen von Gedächtnis, die die Kategorie oder dieses biografische Erleben sozusagen wachhalten, auch wenn man selber diese persönlichen Erfahrungen nicht gemacht hat. Ja, also wenn ich jetzt in einer Region in Ostdeutschland geboren bin und meine gesamte Kindheit und Jugend dort verbracht habe und sozusagen Jahr für Jahr Gegenstand eines Berichts an die Bundesregierung bin, dann sickert sozusagen etwas in die Identitätskonstruktion ein, das nicht mehr durch persönliches Erleben vermittelt ist, eben, sondern durch institutionelles, durch geteilte, durch überindividuelles Gedächtnis sozusagen. Und das war eben auch so ein bisschen eines meiner Bedenken oder eine gegenüber dieser Kategorie Ostdeutschland, dass hier eben etwas sozusagen auch verlängert wird in seiner Existenz und dass es dadurch auch vielleicht auch ein gewisses Herauswachsen von biografischen Erfahrungen auch verhindert. Was man nicht schlecht finden muss oder nicht kritisch sehen muss, aber was definitiv passiert, denke ich. Vielen Dank, Herr Ebert. Felix Müller hat sich auch gemeldet. Ja, es gibt jetzt eine Frage aus dem Chat, die auch mit der Zeitlichkeit der Entwicklung nach 1990 zu tun hat. Und die Frage ist, wie ist es denn zu erklären, dass die Folgen der Transformation, besonders die Befindlichkeiten, die sich darauf beziehen, erst jetzt aufscheinen, erst jetzt sichtbar werden, während doch in der ersten Hälfte der 90er Jahre die Brüche selbst viel stärker waren? Ja, soll ich da was zu sagen? Kann ich versuchen. Also in der Tat, das hat uns auch überrascht, weil man ja davon ausgeht, in dem Moment, wo die Transformation mit voller Wucht und ihren ganzen Auswirkungen, Arbeitslosigkeit und so Ähnliches auf die Menschen getroffen ist, dass da dann der Protest besonders groß und auch die Nachwirkungen besonders groß in dem Moment hätten sein müssen. Also wir erklären uns das so, dass man einfach auch mit der Existenzsicherung so beschäftigt war, dass das einfach lange vergraben ist, so wie man einfach weiterkommen muss und sich dann so etwas Raum bricht, auch nach langer Zeit. Das sind Erlebnisse, die offensichtlich dann bei bestimmten Feierlichkeiten dann vielleicht auch besonders nochmal zum Tragen kommt. Und wenn ich mir so das letzte Jahrzehnt anschaue, da ist die Beschäftigung mit dieser Thematik, glaube ich, auch enorm gestiegen. Und damit vielleicht auch so ein bisschen der Mut, über diese Befindlichkeiten zu sprechen. Also ich erinnere mich noch so an so Aussagen, wir haben ja genug Geld bekommen, was meckern die denn immer? Oder so, was ich... Das heißt, man unterdrückt im Prinzip berechtigte Beschwerden, indem man sagt, also hier mit Geld war doch alles gut. Und die Bereitschaft oder sich zu öffnen und sagen, das war nicht so. Wisst ihr eigentlich, wie es uns gegangen ist, wie es meiner Familie gegangen ist? Das kommt jetzt hoch und vielleicht ist heute die Zeit einfach da, dass man diesen Mut hat, das offen anzusprechen. Und auch die Westdeutschen tun sich ja schwer, damit umzugehen. Und was wir auch in diesen Gesprächsrunden beobachtet haben, der Kommission Ost-West, war, dass das Westdeutsche das sich gar nicht vorstellen konnten, weil die das auch so nie gehört haben. Das heißt, wenn es uns gelänge, diese Befindlichkeiten noch viel offener anzusprechen und wechselseitig zu verstehen, dann würde, glaube ich, einmal viel Druck weggenommen
Man hätte, glaube ich, auch mehr voneinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr hilfreich wäre. Vielen Dank, Frau Rother. Frau Steinführer, Sie hatten sich gemeldet. Und Sören Becker auch. Ja, hallo in die Runde. Ich wollte dem Eindruck widersprechen, dass die Befindlichkeiten erst jetzt aufscheinen. Ich glaube, dass diese Befindlichkeiten immer da waren, dass sie immer geäußert wurden, dass die Arenen aber sehr unterschiedlich waren, dass sie vielleicht im Freitag geäußert wurden und im RBB geäußert wurden, aber eben im Südwestrundfunk keine Resonanz fanden. Und natürlich, da würde ich Ihnen recht geben, Frau Rothacher, ich glaube, dass sehr vieles im Privaten verhandelt wurde, aber dass diese Befindlichkeiten nicht da gewesen wären, dem und auch nicht artikuliert wurden, dem würde ich vehement widersprechen wollen. Vielen Dank. Sören Becker, bitte. Ich würde mich an der Stelle anschließen und auch noch einmal diese Zeitlichkeit in Frage stellen, weil im Moment diskutieren wir Ostdeutschland als ein Phänomen, was möglicherweise nur bis 1990 eine Relevanz hat. Aber was ist, wenn wir die spezifische Erfahrung in den Jahren nach dem Mauerfall, also in den Jahren der Transformation, ebenso als konstitutiv für letztendlich ostdeutsche Identitäten annehmen, dann kommen wir zu dem Schluss, dass diese Entwicklung noch gar nicht so lange her ist und sozusagen ein kontinuierlicher Ausdruck von Erfahrungen in diesen Unbehagen oder vielleicht auch in dieser Skepsis gegenüber den Prozessen, die aus meiner persönlichen Sichtweise, das ist Erfahrung, das ist nicht empirisch gesichert, aber schon auch die ganze Zeit vorhanden ist. Aber wenn wir sagen, die Zeitlichkeit von Ostdeutschland hört nicht 1990 auf, sondern etwas später, dann ist diese Frage, wird das sich rauswachsen, glaube ich, auch nochmal anders einzuschätzen, weil wir uns dann die Frage stellen müssen, können junge Leute heutzutage diese Erfahrungen machen, die dazu führen, dass sie eine andere Identität annehmen, indem sie zum Beispiel umziehen, oder transformiert sich ostdeutsche Identität auch einfach von einer, sagen wir, Transformationsidentität zu einer anders gelagerten regionalen Identität, die so ihre eigenen Artefakte, Zuschreibungen etc. hat und auch gelebte Erinnerungen, aber auf der anderen Seite trotzdem weiterhin existiert, jedoch nicht mit Bezug auf, nicht so stark mit Bezug auf die sozialistische Vergangenheit an sich, oder zumindest nicht mit einem Bezug auf die sozialistische Vergangenheit als Erklärung des Ganzen. Das greift meinem Statement etwas vor, deswegen mache ich hier den Punkt, aber genau die Zeitlichkeit und die Identität als gelebte Erfahrung, das sind zwei Sachen, die ich nochmal unterstreichen möchte. Vielen Dank. Sören, da ist auch noch was im Chat, glaube ich. Ja, es gibt jetzt noch weitere Kommentare im Chat, die sich, ich denke, überwiegend auch darauf beziehen, dass man vielleicht etwas mehr über Institutionen und Strukturen reden sollte. Also ein Kommentar ist, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt hilft, über Befindlichkeiten, über individuelle Erfahrungen zu reden und die Aufforderung auszusprechen, dass man mehr miteinander reden sollte, sondern dass es vielleicht mehr um die Strukturen geht, die Strukturen, die Eliten reproduzieren, die Strukturen, die Öffentlichkeiten hergestellt werden, wie Eigentumsverhältnisse reproduziert werden, und dass das doch eigentlich die Strukturen sind, über die wir reden müssten. Und es geht hier auch, es gibt einen weiteren Kommentar in Bestätigung von dem, was Oliver Ibert gesagt hat, nämlich, dass ein Fokus auf das ostdeutsche Territorium nicht unbedingt der produktivste Blick für die Forschung ist, sondern dass es doch in erster Linie Institutionen und Prozesse sind aus der DDR, aber auch aus der Zeit danach, die einen Zugang dazu ermöglichen, ostdeutsche Erfahrungen und Strukturen heute zu verstehen, und zwar egal, wo sie verräumlicht sind und welche Geburtsjahrgänge sie erlebt haben. Okay, das waren jetzt noch Kommentare aus dem Chat. Gibt es weitere Kommentare, Felix? Ja, nochmal die Frage von vorhin ist nochmal konkretisiert worden. Warum gibt es Pegida erst seit 2014? Also das ist nochmal eine Zuspitzung von der Frage, die es vorhin gab, wo ich persönlich vielleicht nochmal die Frage dranhängen würde, muss man denn sagen, dass Pegida eine Konsequenz der Ereignisse nach der deutschen Wiedervereinigung war?
Diese Frage steht im Raum. Möchte jemand darauf, Sören, nochmal antworten? Bitte, Sören. Ich würde sagen, Pegida kam 2014, weil 2014 einfach die Migrationsdynamik so stark angenommen hat. Und ich möchte an der Stelle, ich möchte mich gegen sozusagen so eine einfache Zuschreibung verwehren, zu sagen, Pegida ist einfach ein ostdeutsches Phänomen. Es mag da eine ganze Menge Elemente geben und eine Gemengelage, in denen einzelne Elemente als ostdeutsch identifiziert werden können. Aber ich fand eine Schlagzeile in einer großen Tageszeitung zu den Corona-Protesten in Leipzig eigentlich ganz schön, wo gesagt wurde, Pegida trifft seine Westverwandtschaft. Also das bedeutet, hier müssen wir so ein bisschen den Blick weiten, diese Frage von Gefühligkeiten, wahrgenommenen Realitäten etc. Ist das nur ein Ostproblem oder ist das etwas, was weiter hinaus im Land verbreitet ist? Erstens und andererseits, klar, muss man natürlich auf der anderen Seite auch genau hinschauen, warum Pegida in Sachsen dort entstanden ist und warum dort eine solche Stimmung, eine solche Gemengelage passieren konnte, die diese Bewegung hervorgebracht hat. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich jetzt gerne weitermachen mit Dr. Annette Steinführer. Sie forscht am Thünen-Institut für ländliche Räume in Braunschweig. Und ihr wissenschaftliches Interesse gilt Transformationsprozessen in Ostdeutschland und dem Thema gleichwertige Lebensverhältnisse. Auch forscht sie zu Kleinstädten im soziodemografischen Wandel, zu sozialräumlichen Prozessen in ländlichen Räumen und zu regionalen Ungleichheiten. Frau Steinführer ist Mitglied der Akademie für Raumordnung und Landesplanung. Zudem ist sie Mitglied des Sprecherkreises der Sektion Land-, Agrar- und Ernährungssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Wir bekommen nun ihr Statement, auf das ich mich freue. In und über Ostdeutschland forschen. Warum das weiterhin richtig und wichtig ist und was sich dennoch ändern sollte. Bitte schön, Frau Steinführer. Dankeschön, Herr Mahnken. Ein Hallo nochmal in die Runde. Wir haben jetzt einiges über Biografien gehört. Das blieb ein bisschen abstrakt und Sie werden merken, dass ich hier heute sowohl als Sozialwissenschaftlerin spreche, aber auch als Ostdeutsche. Bei mir hat sich das noch nicht ausgewachsen und ich gehe auch noch nicht auf die Rente zu. 1990 war ich 18. Mir stand die Welt auf staunenswert neue Art offen. Ich hatte ein ganz gutes Abi in der Tasche, aber ich habe auch ein Elternhaus, für das mit Wende und Wiedervereinigung nicht alles besser wurde, das ich beruflich zum Teil völlig neu orientieren musste, dem Lebensleistungen bis heute aberkannt werden. Und an meine Vorrednerin, Frau Rothacher, gerichtet, für manche Wertschätzung ist es leider nach 30 Jahren auch zu spät. Dies alles, muss man auch sagen, erfolgt bei relativ hohem materiellen Wohlstand und auch dies gehört zur Geschichte der Wiedervereinigung und auch dies ist eine wichtige Erfahrung nicht aller Ostdeutschen, aber doch vieler Ostdeutscher. Für mich als Studentin der Soziologie in Leipzig der frühen 1990er Jahre waren das Ost-West-Thema und die postsozialistische Transformation allgegenwärtig. Sie manifestierten sich nicht zuletzt am Alter, an der geografischen Verortung und an längeren Abwesenheiten der Professoren, im Grunde genommen ausschließlich Männer, an Fragen wie, die sich an eine Kommilitonin aus Köln richteten, na Frau X, wann gehen Sie denn wieder zurück? Zum Teil auch an einem mich damals wirklich empörenden, andererseits aber insgesamt auch heilsamen Desinteresse dieser Professoren an der Sozialisation derer, die da vor ihnen saßen. Der allumfassende gesellschaftliche Wandel war wesentlicher Bezugspunkt im familiären. Er war es bei der ersten und zweiten und dritten Wohnungssuche und er war es bei der Entscheidung für das Erasmusjahr in einem vor 1990 unerreichbaren Land. Meine erste Antwort, und das haben wir eben schon mal kurz andiskutiert, meine erste Antwort auf die Frage, warum Ostdeutschland bis heute eine relevante Kategorie von Lebenswelten und damit auch für mich als Sozialforscherin und nicht nur als Privatperson ist, speist sich aus diesen Erfahrungen. Es geht eben nicht nur um bewusst erlebte DDR und es geht erst recht nicht um Ostalgie. Es geht darum, dass ostdeutsche Erfahrungen ab 1990 zum Teil überhaupt erst zu solchen wurden und dass auf die DDR mindestens in Ostdeutschland
mehr als ein Jahrzehnt des fundamental Anderswerdens und des Andersbleibens folgte. Dieses Jahrzehnt ist Teil der Biografie zahlreicher Menschen, die heute im besten Alter sind, die Verantwortung in unterschiedlichen Positionen tragen, die quer durch die Bundesrepublik verstreut leben und die genau diese Brüche von Massenarbeitslosigkeit, von Eigentumstransfer gen Westen bis hin zu biografischen Entwertungen, wenn nicht persönlich, so doch in ihrem Umfeld, in ihren Familien erlebt haben. Soziologisch gesprochen geht es also um bis heute anhaltende strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West. Diese haben ihren Ursprung zum Teil in DDR-Zeiten. Wenn ich an mein Forschungsfeld denke, dann sind das zum Beispiel die auch in Dörfern weit verbreiteten Ganztagskindergärten. Das ist der Anteil kommunaler Wohnungen, nicht nur in Groß-, sondern auch in ländlichen Kleinstädten oder die von Westdeutschland gänzlich verschiedenen Erwerbsbiografien von Frauen, die sich heute auch in unterschiedlichen Mustern von Altersarmut zwischen Ost und West widerspiegeln und damit in den Karten, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Zum Teil aber sind diese strukturellen Unterschiede selbst erst Ergebnis der Transformation und damit für uns als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler eben relevant zu erforschen. Dazu zählen zum Beispiel verfestigte Armutskarrieren durch frühe und anhaltende Arbeitslosigkeit. Dazu gehört der Wiedergewinn kommunaler Selbstständigkeit vieler kleiner Gemeinden in Ostdeutschland, aber eben auch ihr baldiger Verlust durch großflächige Eingemeindungen. Dazu gehört auch schon genannt die Struktur der Eliten in Ministerien, in Gerichten, an Universitäten oder in der Privatwirtschaft. Mein sich an das Studium anschließende berufliche Leben spielte sich bislang in zwei Raumtypen und in zwei Städten ab. Zum einen habe ich 10 Jahre in Leipzig, unter anderem mit Matthias Berndt, der auch hier ist, über den ich mich sehr freue, 10 Jahre in Leipzig, vor allem ostdeutsche Großstädte in der Schrumpfungsphase der 2000er Jahre untersucht. Dies war eine Zeit, die sehr stark von den Besonderheiten des ostdeutschen Transformationspfades geprägt war, und zwar mit Blick nicht nur auf die alten Bundesländer, sondern auch im Vergleich zu unseren östlichen Nachbarstaaten Tschechien und Polen. Meine Kolleginnen und ich forschen über neue Muster sozialer und räumlicher Ungleichheit, über Ursachen und Folgen von Massenabwanderung, über die Renaissance der sanierten Altbauviertel, über die symbolische und soziale Abwertung der großen DDR-Neubaugebiete, die jetzt Plattenbaugebiete genannt wurden. In diesen Jahren gab es, bei allen Ausnahmen, teilweise ein bemerkenswertes Desinteresse der Kolleginnen und Kollegen im Westen der Republik. Meine beiden Doktormütter planten im Jahr 2000 mit einer weiteren ostdeutschen Kollegin eine Konferenz zur Stadtentwicklung, ergo zur Schrumpfung, in Ostdeutschland. Dies sollte im Rahmen der Sektion Stadt- und Regionalsoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie erfolgen. Doch mussten alle drei dort nicht nur eine gründliche Gegenwehr und das gleich mehrfach erleben. In einem Protokoll hieß es später, es gab ein erneut unzureichendes Interesse der Sektionsmehrheit. Dies sei kein Thema für Städte bei uns, sondern ein wirklich renommierter Vertreter des Faches fügte noch hinzu, das ist mir immer im Gedächtnis geblieben, allem Anekdotischen zum Trotz, er werde bestimmt nicht nach Chemnitz auf eine Konferenz fahren, denn guten Rotwein habe er dort nicht zu erwarten. Die Konferenz fand 2001 selbst organisiert trotzdem statt. Viele der heute in dem Band von Sören Becker und Matthias Naumann publizierenden Kolleginnen und Kollegen Regionalentwicklung in Ostdeutschland sind damals dort gewesen. Und in dem 2002 erschienenen Tagungsband haben die drei Organisatorinnen Christine Weiske, Sigrun Kabisch und Christine Hannemann die bis heute bemerkenswerte These der ostdeutschen Vorausphänomene in der Raumentwicklung dargestellt und ausgeführt. Diese These der Vorausphänomene, was machen langfristiger ökonomischer Niedergang sowie dauerhafte Schrumpfung und Alterung mit Siedlungen und ihren Menschen, und zwar über die ostdeutschen Besonderheiten hinaus, gilt beileibe nicht nur für Großstädte. Mein Forschungsinteresse richtet sich jetzt seit 10 Jahren auf ländliche Räume bundesweit. Dafür lebe und arbeite ich in Braunschweig, eine Stadt nahe einem Gebiet, das man hier einst Zonenrandgebiet nannte. Und das ist ein Begriff, weil wir vorhin auch bei Sprache waren, dass ich ähnlich wie neue Bundesländer nicht in meinen Sprachschatz aufnehmen möchte. Beruflich wie privat bin ich sehr dankbar für diesen Perspektivenwechsel, aber er hat meinen Ostdeutschsein-Sensor auch noch einmal geschärft.
Manchmal ist es nur ein einzelnes Wort, wie eben zum Beispiel Zonenrandgebiet oder Maueröffnung statt Wände. Manchmal sind es ausführlichere Erzählungen, die auf andere Erfahrungen und Prägungen verweisen. Somit bleiben Ost und West für mich bis heute zwei relevante Folien auch meiner wissenschaftlichen Arbeit. Wenn ich die Entwicklung von Dörfern in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt untersuche, wenn in den Erzählungen hier wie dort das Wort Grenze damals wie heute eine Rolle spielt, wenn das Wort drüben auf beiden Seiten weiterhin verwendet wird. Und das ist meine zweite Antwort. Als Soziologin bin ich daran interessiert, wie Menschen ihrem Leben einen Sinn geben, wie sie ihr Handeln in einen für sie, nicht für mich, sondern für sie relevanten Kontext stellen. Und solange die Ost-West-Differenz bzw. das Leben in der DDR bzw. in der alten Bundesrepublik eine wesentliche Folie von Lebenserzählungen, von Sinnmachen ist, solange bleibt sie für mich als analytische und sozialräumliche Kategorie von Bedeutung. Mich interessieren also die Menschen hinter den Karten, ob sie nun blau oder rot sind. Die Ost-West-Kategorie ist dabei beileibe nicht die einzige Folie. Andere sind ebenso wichtig und keine davon ist unveränderlich. Ob Stadt oder Land, Mann oder Frau, jung oder alt, Bergdorf oder Bauerschaft, Klein- oder Großstadt und all die Unbestimmtheiten dazwischen und daneben. Gleichzeitig verstehe ich meine Arbeit, und das ist auch ein Privileg, als ein kontinuierliches Anarbeiten gegen die Klischees über den Osten, genauso wie über das Land. Und als Sozialforscherin muss ich auch einen Schritt weiter gehen, sondern ich muss genau auch diese Narrative von Ost und West, von Stadt und Land hinterfragen, denn möglicherweise überlagern sie nur ganz andere soziale Unterschiede, um die es eigentlich geht und mit denen wir uns eigentlich beschäftigen sollten. Die Frage, ob und wie sich das Reden über Ostdeutschland ändern soll, beschäftigt auch mich. Gemeinsam haben sich Ost und West in den vergangenen 30 Jahren gravierend verändert. Gerade für eines meiner Forschungsgebiete, die Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen, also all die Infrastrukturen, die Einrichtungen, die ein Leben und Wohnen vor Ort so angenehm machen. Gerade für dieses Thema greift ein manchmal geäußertes, zu DDR-Zeiten gab es hier fast alles und der Westen hat es uns genommen, definitiv zu kurz. Eine solche Darstellung verdrängt, wie marode die DDR war. Sie vergisst die tiefgreifende Modernisierung vor allem der technischen Infrastrukturen. Und, das ist, glaube ich, noch wesentlicher, sie beharrt auf ostdeutschen Besonderheiten, wo man längst das Gemeinsame betonen sollte. Denn einen grundlegenden Wandel der Daseinsvorsorge und einen Verlust von sozialen und medizinischen Einrichtungen, von Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, gab es seit den 1990er Jahren auch in niedersächsischen Kleinstädten und in westfälischen Dörfern. Deshalb glaube ich, sollten wir künftig viel mehr vergleichen und so viel auch zur Zeitlichkeit, wir müssen die Entwicklung viel stärker historisieren, denn weder im Osten noch im Westen, das haben wir letztes Jahr auf dem Geografiekongress auch schon sehr ausführlich diskutiert, in beiden Teilen des Landes war eben 1990 keine Stunde Null und manchmal verlassen wir uns als Wissenschaftlerin da auch ein bisschen zu sehr auf das, was an Daten verfügbar ist und die fangen oft erst 1990 an, zumindest wenn man nicht weiter sucht. Zum Schluss, ich hatte im vergangenen Jahr das Vergnügen, einem südkoreanischen Kollegen ein Interview zu geben über meine Erfahrung als Ostdeutsche, die mittlerweile den größten Teil ihres Lebens im wiedervereinigten Deutschland lebt und seit gut 10 Jahren im Westen arbeitet und wohnt. Dieses Gespräch über die deutsche Wiedervereinigung vor der Folie der anhaltenden Teilung von Süd- und Nordkorea bei Braunschweiger Spargel und Schnitzel, denn natürlich sollte der Kollege einen guten Eindruck von Deutschland bekommen, allerdings kannte er das schon längst. Dieses Gespräch hat mir nochmal verdeutlicht, welche wunderbare Geschichte wir zu erzählen haben. Diese Geschichte erspeist sich aus unterschiedlichem und aus gemeinsamen. Und als Sozialwissenschaftlerin beschäftigt mich je nach Forschungsfrage mal das eine, mal das andere. Und das wird auf absehbare Zeit und wahrscheinlich auch länger so bleiben. Manches wird sich also vielleicht auswachsen, um dieses Wort noch einmal aufzugreifen. Anderes aber werden eben verfestigte, persistente Strukturen bleiben. Und dann sind wir weiterhin als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler gefordert. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, Frau Steinführer. Und jetzt auch wieder, die Diskussion ist eröffnet. Wer möchte beginnen? Gibt es was im Chat, Felix? Es gibt noch einmal den Hinweis darauf, dass ein Fokus auf den Postsozialismus doch auf jeden Fall eine sinnvolle Perspektive sein kann, vor dem Hintergrund, dass einfach
die Umsetzung von Kapitalismus, Neoliberalismus eben in westeuropäischen Ländern einfach sehr, sehr viel stärker, früher passiert ist als in Ostdeutschland oder auch in osteuropäischen Ländern. Das einfach als Hinweis darauf, dass auf jeden Fall die Perspektive auf Sozialismus, Postsozialismus hier erkenntnisfördernd sein kann. Okay. Weitere Wortmeldungen aus Ihrer Mitte, aus dem virtuellen Podium. Dann würde ich gerne noch eine Frage an Frau Steinführer stellen, weil wir das Thema gleich auch ein bisschen in eine andere Richtung möglicherweise lenken mit dem nächsten Statement. Frau Steinführer, kann man angesichts voranschreitender sogenannter Schrumpfungsprozesse in ländlich-peripheren Räumen den Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse überall aufrechterhalten? Was ist da Ihre Position? Oh, ich habe da eine ganz klare Position. Natürlich muss man den aufrechterhalten. Das ist ein Grundsatz unseres Sozialstaatsverständnisses in räumlicher Hinsicht. Und es ist eben ein Leitmotiv, genauso wie Nachhaltigkeit ein Leitmotiv ist. Und ich habe mich sehr viel mit der Gleichwertigkeitsdebatte beschäftigt. Und interessant ist ja, dass sie so zyklisch wiederkommt. Also wenn man sich mal anschaut, wie die Debatte in der Bundesrepublik verlaufen ist, dann kommt sie immer so in Krisensituationen wieder auf und dann wird gefragt, oh, können wir das denn noch, sollten wir das aufrechterhalten? Aber an dem Ziel als solchem gibt es ja nichts auszusetzen. Was mich an der Debatte sehr stört, ist, dass genau die Menschen, die in diesen betroffenen Räumen leben, so als Betroffene dargestellt werden und dass ihre Stimme oft gar nicht zählt, sondern das ist eben sehr oft eine Debatte ausgehend von Karten, ausgehend sozusagen aus den großen Städten heraus. Es ist oft eine Kostendebatte, das können wir uns nicht mehr leisten, wo ich denke, oh, welches Land auf dieser Welt soll sich das denn sonst leisten können? Natürlich kann man das und sollte man das aufrechterhalten. Und das mit den fortschreitenden Schrumpfungsprozessen, da bin ich immer so ein bisschen hellhörig. Also ich habe Ende der 90er Jahre mein erstes Forschungsprojekt zum Thema Schrumpfung gemacht und insofern haben wir da mittlerweile eine Geschichte und wir wissen aus den 70er Jahren der alten Bundesrepublik, auch wenn es dann wieder verloren gegangen ist, als Wissen sowohl unter den Praktikerinnen und Praktikern als auch in der Forschung, das Thema war ja schon mal da. Und momentan können wir, wenn wir uns die Wanderungsmuster in der Bundesrepublik anschauen, seit etwa 2014 erleben wir wieder, wenn man genau hinguckt und nicht nur über Landflucht redet, sondern tatsächlich sich die Daten anschaut, wird man sehen, dass sich die Wanderungsmuster wieder zugunsten ländlicher Räume geändert haben. Dass sie deshalb trotzdem schrumpfen, hängt mit der natürlichen Situation und mit dem demografischen Echo zusammen. Also sozusagen diese fortschreitende Schrumpfung, das wäre mir zu einfach, zumal wir eben sehr, sehr unterschiedliche kleinräumige Prozesse erleben. Ich habe vorhin gesagt, wir haben in den 90er Jahren Leipzig als den Prototypen ostdeutscher Schrumpfung untersucht. Das gehört mittlerweile schon wieder zum historischen Wissen. Daran muss man mittlerweile schon wieder erinnern, weil die Stadt in den letzten Jahren einen so starken Bevölkerungszuwachs erfahren hat. Es gibt jetzt noch eine Frage im Chat, vielleicht Frau Steinführer, vielleicht können Sie auch direkt was dazu sagen. Sie haben gerade über die Datenlage gesprochen. Sehen Sie Unterschiede im bürgerschaftlichen Engagement hinsichtlich Intensität, inhaltlicher Ausrichtung zwischen Ost und West? Also kann man Unterschiede in den Strukturen der Zivilgesellschaft beobachten? Ich bin für das Thema keine Fachfrau, aber natürlich beschäftigt es mich, weil ich unter anderem auch zu Feuerwehren in ländlichen Räumen arbeite. Vorhin ist der Deutschlandatlas erwähnt worden. Ein Teil dieser Karten, die dort eingespeist worden sind, stammen aus dem Landatlas, den wir vor einigen Jahren für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erarbeitet haben. Und dieses Ministerium wünscht sich seit langem, dass wir dort einen Indikator für bürgerschaftliches Engagement aufnehmen. Und wir sagen immer, es gibt keinen Indikator, der das Phänomen auf eine Art und Weise abbildet, dass wir es kartografisch darstellen können. Das heißt, mein Eindruck aus dem, was ich lese, was ich höre, was ich auch von Kolleginnen höre, die mit dem Thema tiefer vertraut sind, ist, es gibt auf den ersten Blick Unterschiede, insbesondere was die formalisierte Struktur des Engagements betrifft. Ich
Mein Eindruck ist aber, dass im informellen Bereich, also Dinge, die ich gar nicht irgendwie greifen kann, weil es eben keinen Verein dazu gibt, dass es im informellen Bereich gar nicht so große Unterschiede gibt. Und mein persönlicher Eindruck von vielen Gesprächen, die ich in Dörfern, in Kleinstädten in Ostdeutschland in den letzten Jahren geführt habe, war, dass ich sehr beeindruckt war immer von dem Engagement, gerade in einer Gemeinde, die vielleicht in einem Dorf, das gerade das vor vielen Jahren seine Eigenständigkeit verloren hat, wo der Ortsbürgermeister nur noch ein Ortsvorsteher ist und vielleicht noch 100 Euro für die 92-Jährigen hat, denen er im Jahr dann einen Blumenstrauß kaufen kann. Also, dass solche Leute angesichts solcher Umstände weitermachen als Engagierte, das hat mich immer sehr beeindruckt und dass sie alle auch mindestens 3, 4 oder 5 Ehrenämter hatten. Also insofern, ich glaube, dass man auf so einer Datenebene, da kann man ja zum Beispiel mit dem deutschen Freiwilligen-Survey sicherlich arbeiten, wird man Unterschiede finden. Da gibt es auch einige Untersuchungen dazu. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man im informellen Bereich guckt, wird sich so mancher Ost-West-Unterschied auflösen und wird vielleicht, und das ist, glaube ich, ein guter Punkt auch für unsere Debatte heute, wird auf andere Aspekte zurückzuführen sein, auf Sozialstrukturen, auf Verwurzeltsein, auf ja, Altersstrukturen, auf Demotivation auf Erfolge, denn wenn ich dann am Ende doch gegen Wände laufe, kann man es ja auch keinem bürgerschaftlich Engagierten verdenken, dass er jetzt nicht auch noch für das Schwimmbad kämpfen wird, das geschlossen werden soll. Ja, danke, Frau Steinführer. Gibt es aus dem Chat noch was? Ich würde eine ganz letzte Frage noch gerne an Sie richten, Frau Steinführer, aber auch an die anderen. Welche politischen Eckpunkte braucht es, um internationale Fachkräfte in den ostdeutschen Arbeitsmarkt zu holen? Das wollte ich Sie gerne noch fragen. Da gibt es bestimmt Berufenere in dieser Runde als mich. Frau Rothacher, was sagen Sie? Ja, mach ich gerne. Die Attraktivität von Unternehmen, die muss für sich sprechen. Das heißt also, da wo wir boomende Städte haben, die interessante Arbeitsgebiete anbieten, die sind auch attraktiv für ausländische Fachkräfte. Also die allgemeinen Fachkräftewerbungsprogramme sind sicherlich geläufig. Aber jetzt gezielt für Ostdeutschland wär für mich einfach ein ganz wichtiger Punkt. Je attraktiver die Unternehmen sich aufstellen, desto eher werden sie auch die Beschäftigten bekommen, die sie brauchen. Und dazu gehört natürlich auch ein vernünftiger Verdienst. Das muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Und insoweit hoffe ich sehr, dass wir viele gute Unternehmen kriegen mit Zukunftsperspektive und damit attraktiv werden für dieses Klientel. Danke. Herr Thiel, Sie hatten sich gemeldet oder habe ich das falsch gesehen? Nicht erstmal dazu. Okay, dann würde ich jetzt aber gerne dennoch mit Ihnen weitermachen. Ja, Herr Thiel, ich darf Sie kurz ankündigen und nochmal den ganz freundlichen Hinweis geben. Irgendwie rauscht es an Ihrem Gerät immer noch ein ganz bisschen. Könnte sein, wenn Sie ein bisschen zurückgehen, dass es dann weggeht, dass irgendeine Rückkopplung. Das schauen wir gleich mal, aber man kann sie verstehen. Also Wolfgang Thiel, Wolfgang Thiel ist Architekturkritiker und Publizist, den meisten auch bekannt, wenn ich hier in die Anwesenheitsliste schaue. Ich sage es aber dennoch, er befasst sich mit Städten und Regionen, die in Ostdeutschland durch Bevölkerungsverluste gekennzeichnet sind. Er thematisiert dabei den Zusammenhang von gebauter Umwelt und gesellschaftlichen Entwicklungen und Realitäten, die wir ja schon heute angesprochen haben. Von seinen vielen einschlägigen Veröffentlichungen nenne ich hier aus Zeitgründen die bekannte Veröffentlichung Luxus der Leere aus dem Jahr 2004. Gleich zweimal bekam er den Journalistenpreis der Bundesarchitektenkammer, den Kritikerpreis des Bundes Deutscher Architekten bekam er ebenfalls. Schön, dass Sie heute dabei sind, lieber Wolfgang Thiel. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Statement. Das lautet schon wieder ein bisschen provokant. Ganz großes Monopoly. Das Verschwinden der DDR-Architektur, nur ein Bildersturm? Ja, danke schön für die Einladung, die mich ein bisschen ratlos gemacht hat. Ich habe mich als Architekturspezialist in der Runde der Sozialwissenschaftler ein bisschen als Exot jetzt hier gesehen. Ich hoffe, dass ich das auffangen kann mit dem Angebot, was ich hier in die Diskussionsrunde geben möchte. Ich habe nämlich buchstäblich seit Beginn des deutschen Einigungsprozesses als Architekturkritiker mich damit befasst,
die Hinterlassenschaften des DDR-Bauwesens als spezifisches Kulturerbe zu identifizieren, zu erklären und häufig genug gegen gehässige Verleumdungen wie wütende Abrissforderungen zu verteidigen. Ein Job, das können Sie mir glauben, der reich an Niederlagen war und im Laufe der Jahre ziemlich mürbe machen konnte. Dass es sich hier nicht um einen spezifisch deutsch-deutschen Clash of Cultures handelte, zeigten Blicke über die östlichen Landesgrenzen hinaus. Von Warschau bis Tallinn, von Bratislava bis Tbilisi schien ein Kulturkampf im Gange, in dessen Verlauf ein vom Transformationsstress überfordertes Publikum gerade die prägnantesten Bauten kurzerhand mit dem überwundenen System identifizierte und also schlicht zum Bildersturm antrat. Allerdings kamen im Fall Ostdeutschlands die exorzistischen Impulse eher selten aus den Reihen der ortsansässigen Bevölkerung. Zuallermeist kamen sie von aus dem Westen hinzugekommenen Entscheidungsträgern, von den neuen Landlords oder den zuständigen aufbauhelfenden Amtsleitern. Sogar das Berliner Lenin-Denkmal wurde im Grunde auf massives Betreiben des involvierten, von West-Berlin geprägten Stadtentwicklungssenators geschleift, der die Meinung vertrat, ganz ohne Denkmalsturz wäre eine Revolution doch nicht komplett. Diesem überraschenden Phänomen nachgehend bin ich zu einigen Einsichten gelangt, die ich der geforderten Knappheit zuliebe hier als ausformulierten Text vortragen will. Also kam das auch zu dieser Überschrift, das ganz große Monopoly. Ist das wirklich nur ein Bildersturm? Um die Jahrtausendwende wurden die zwei deutschen Öffentlichkeiten von einem Kulturskandal erschüttert. Erinnert sich heute noch jemand an den Weimarer Bilderstreit? Werke von DDR-Malern und Grafikern waren von einem Architekturprofessor aus dem Westen wie auf einem Flohmarkt vor müllgrauen Plastikbahnen aufgehängt worden. Der darauf folgende Aufschrei des Feuilletons kam hauptsächlich deshalb zustande, weil etliche der betroffenen Ostkünstler von solch aggressiver Ignoranz nun schon 10 Jahre lang verfolgt, sich inzwischen Anwälte genommen hatten. Von nun an wurde prozessiert, wegen öffentlicher Herabwürdigung. Von Ostarchitekten war solches Aufbegehren nie so recht zu hören gewesen. In nur schwer begreiflicher Demut unterwarfen die sich der vermeintlich überlegenen Kompetenz und künstlerischen Expertise der sofort massenhaft ins Land flutenden Westkollegen, was übrigens ihre gerade erst frisch gegründeten Büros dann um Bauaufträge in Milliardenhöhe brachte. Ehemalige DDR-Architekten waren also nicht nur von der schöpferischen Umgestaltung ihres Landes ganz überwiegend ausgeschlossen, auch ihre bisherige Berufsleistung geriet in Misskredit. Nichts als Hohn und Herablassung wurde den Plattenbausiedlungen zuteil. Selbst repräsentative Einzelbauten aus DDR-Zeit verschwanden gleich reihenweise, meist ohne großes Aufsehen. Keine Bürgerinitiative zur Rettung von Josef Kaisers Außenministerium in Berlin. Keine Mahnwache vor Selma Nagitsch Stadion der Weltjugend. In Dresden kam erst ihr Fresswürfel abhanden, wenig später ihr äußerst markantes Zentrum-Warenhaus in der Prager Straße. Sang- und klanglos verschwand mit den Interhotels gleich ein ganzer, viele Zentren prägender Gebäudetypus. Das Magdeburger International, das Stadt Leipzig, dann das Warnow in Rostock. Als letztes fiel 2006 das Berliner Lindenhotel. Als dort gegenüber schon 13 Jahre zuvor das Lindenkorso, immerhin einst Domizil der Bauakademie der DDR, einer präpotenten Geschäftspassage weichen musste, reichte das gerade mal für 3 melancholische Feuilletons. Der jahrelange Kampf um den Palast zur Republik, den will ich hier als hochpolitischen Sonderfall einmal beiseite lassen. Erst als im Stadtzentrum von Berlin die Beseitigung unliebsamer DDR-Relikte sich zu einer Strategie verdichtete und im Planwerk Innenstadt als groß angelegte Revision einer ganzen Stadtepoche erkennbar wurde, regte sich endlich Protest. Denn nun kam die eigentliche Tragweite des vermeintlich bilderstürmerischen Furors ans Licht. Um Architektur ging es genau genommen nur als Vorwand. In Wirklichkeit ging es, und geht es bei sich bietender Gelegenheit noch immer, um viel mehr. Nach dem Beitritt der DDR wurden insbesondere die Zentrumsflächen ostdeutscher Städte mit einem Schlag
eigentumsrechtlich neu verteilt. Das ist ein Vorgang, dessen folgenreiche Wucht nur mit der entgegengesetzten Aktion der Verstaatlichung des Bodens im Zuge der DDR-Aufbaugesetze vergleichbar ist. Plötzlich hatten Planer noch einmal freie Hand, um tatsächlich Städtebau, konkret Umbau der Städte, zu betreiben. Was wir in den letzten 30 Jahren im Osten erlebten, war die energische Revision der nach den Prinzipien der Moderne gestalteten Stadt. Denn die hatte funktionell geplant, also vernünftig, großzügig gegliedert, das heißt festlich, und auf gleichberechtigte Teilhabe aller bedacht, das heißt egalitär zu sein. Solch wohlmeinend verschwenderisches und von der Vision universeller Machbarkeit beseeltes Leitbild ließ sich dort am besten umsetzen, wo privater Bodenbesitz keine Rolle spielte. Deshalb sind vor allem sozialistische oder konsequent sozialdemokratisch regierte Städte von der Moderne so nachhaltig geprägt. Kulturelle Schützenhilfe für die beispiellosen Immobilientransfers kam von den meinungsprägenden Medien. In abfälligen Tiraden wurden die Stadtplanungen der DDR-Zeit sturmreif denunziert als anmaßende Raumverschwendung und nutzlose windige Brachen. Was stattdessen unter dem Slogan Urbanität ist Dichte entstehen sollte, lässt sich heute etwa in Dresden ansehen, anschaulich studieren. Rings um das Rundkino oder südlich des Altmarktes herrscht inzwischen ein bauliches Gedränge, als wäre aus dem Dickicht der Städte nie der sehnsuchtsvolle Ruf nach Licht, Luft und Sonne ergangen. Krasser konnte die gebaute Antithese zum Stadtideal der Moderne nicht ausfallen. Entscheidend war und bleibt der Rückgewinn jedes einzelnen zuvor an die Allgemeinheit verschenkten Quadratmeters Boden. Das verschenkt, da habe ich hier in Anführungszeichen gesetzt. Wie sich zeigt, liegt dem gerne beschworenen Leitbild der europäischen Stadt offenbar ein Missverständnis zugrunde. Deren entscheidende Qualität ist nicht in der drangvollen Enge ihrer Straßen und Plätze zu finden, sondern in deren Charakter, öffentlicher Raum zu sein. Und öffentlich zielt hier auf Gleichheit. Nicht im Sinne des bürgerlichen Horrorbildes uniformierten Ameisentums, sondern im Idealsinn der revolutionären Egalität. Bürger einer Stadt sein bedeutet danach nicht, sich als Bourgeois möglichst effektvoll zu präsentieren, sondern sich als Citoyen zu bewähren und zu entfalten. Auf offener, jedermann zugänglicher Bühne. So gesehen entsprachen die ganz andersartigen Stadtfiguren der Moderne den proklamierten Idealen der europäischen Stadt eigentlich sehr viel eher als die bis zur Bordsteinkante privatisierte City heutiger Provenienz. Städtebau im Sozialismus bedeutete vorrangig Raumkomposition, Ensemblekunst. Wer heute in Hochhäuser investiert, will eine Diva, kommentierte dagegen Berlins Senatsbaudirektorin Regula Wüscher die Hochhausprojekte rings um den Alexanderplatz. Investoren wollen gar kein Ensemble. Es sind also die Inhalte, die die Form in Verruf bringen. Wenn das Bodenpreisdiktat der 1A-Lagen dazu zwingt, ganze Zentrumsviertel für immer aggressiveren Warenverkehr zuzurichten, dann können die architektonischen Relikte der Moderne nur im Wege sein. Denen ist nämlich das Ideal stadtbürgerlicher Gleichheit buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Damit geben sie in den Verteilungskämpfen entfesselter Konkurrenzgesellschaften schlicht das falsche Signal. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum ich diesen Beitrag hier in die Debatte werfen will, dann weil Sie am Anfang vorhin auch nochmal auf das IRS hingewiesen haben unter dem Stichwort raumbezogene Sozialforschung. Ich will Sie dabei in Worte nehmen, Raumbildung ist sozial folgenreich. Und wenn in einer Teilgesellschaft mit dem gesetzlichen Diktum Rückgabe vor Entschädigung in massenhafter Weise jeder Einfluss auf eine allseits faire Regelung der Bodenfrage entzogen wird, darf es nicht verwundern, wenn in diesem Gesellschaftsteil der Ruf nach Enteignungen, wie er derzeit zur Krisenabwehr, Stichwort Wohnungsfrage, in öffentlichen Debatten wieder auftaucht, besonders positive Resonanz erfährt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kiel. Ich darf die Diskussion wieder eröffnen. Was sagt der Chat? Der schweigt vor sich hin.
Herr Kiel, nochmal zum Stellenwert des Architekturerbes, der ja bei Ihnen auch sehr stark durchgeklungen ist. Was wünschen Sie sich? Wir sind hier ja in den wissenschaftlichen Sammlungen des IAS. Vieles ist, um es mal etwas scharf zu sagen, geschliffen worden, was Sie sehr gestört hat. Das haben Sie gesagt, Anfang der 90er Jahre. Und was wünschen Sie sich da? Wie kann man da dieses Kulturerbe weiter im Diskurs halten? Auch erstmal muss ich darauf verweisen, dass das Abreißen ja unabhängig vom Kulturwert der bestehenden Gebäude erstmal eine, ja, im Sinne der Nachhaltigkeit, also einfach eine Sünde darstellt. Man lässt Häuser erstmal stehen, wenn sie nicht aus irgendeinem ganz, ganz zwingenden Grunde stören oder ersetzt werden müssen, weil sie verkörpern ja sozusagen ein unwiederbringliches Maß an grauer Energie und wie wir uns mit den Ressourcen verhalten sollen, dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben. Also ich bin erstmal grundsätzlich ein Gegner jeglichen schnellen Abrissbedürfnisses. Dass das zusätzlich mit dem Kulturwert der Gebäude und damit vielleicht dem öffentlichen Erinnerungen einer Gesellschaft zu tun hat, ja, dafür gibt es Institutionen, die Denkmalpflege, die ist eigentlich die Fürsprecherin für diese Interessen innerhalb der Gesellschaft. Nun ist allerdings so, das mussten wir in den letzten 30 Jahren lernen, auch Denkmalpflege eine Institution, die Lernbedarf hat, beziehungsweise sich selber in die Geschichte hineinfinden muss. Wir haben es hier mit dem DDR-Erbe mit einer Zeitschicht zu tun, mit der die Denkmalpflege generell eigentlich als Institution überall überfordert ist. Man sagt, die Denkmalpflege fängt erst nach 50 Jahren an, sich ernsthaft für den Kulturwert aussprechen zu können. Nur unsere Gebäude, um die wir jetzt hier streiten, haben halt dieses Alter noch gar nicht. Sie mussten sozusagen außerplanmäßig quasi untersucht werden. Und tatsächlich in einigen Fällen ist es dann auch gelungen. Das hat dann was jeweils mit den Leuten zu tun, die das zu verantworten haben. Aber ich glaube, ich habe nicht umsonst auf diesen Wendepunkt hingewiesen, der mit dem Planwerk Innenstadt in Berlin stattgefunden hat. Da ist sozusagen plötzlich in der Menge der in Frage gestellten Bauten eine Strategie oder ein Querschnittsergebnis sichtbar geworden, was man bei jedem einzelnen Gebäude vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Aber wenn eine Stadt eine ganze Zeitschicht verliert, dann ist das tatsächlich eine Zerstörung, die tatsächlich an die Identität dieser Stadt geht. Noch dazu, wenn es quasi um sich um Gebäude handelt, die einen Großteil der noch lebenden Bevölkerung für ihre eigene Selbstfindung einfach brauchen. Und insofern ist da, glaube ich, jenseits, es mag sicherlich ein kleines Zeitfenster tatsächlich berechtigten Denkmalsturzes geben, aber dieses Zeitfenster ist extrem kurz und wie gesagt, es hat nicht mal beim Lenin-Denkmal in Berlin tatsächlich ausgereicht. So, vielleicht dazu. Weitere Fragen? Meine Damen und Herren? Es gibt eine Frage im Chat, die sich direkt an Wolfgang Kiel richtet. Inwieweit glaubt er, dass der Umgang mit der Architekturmoderne der DDR zur Unzufriedenheit ostdeutscher Bewohner und zur Desintegration Ostdeutschlands beigetragen hat? Und sehen Sie, Herr Kiel, in den letzten 10 bis 15 Jahren eine punktuelle Veränderung, vielleicht auch zu mehr Wertschätzung, auch in Westdeutschland? Natürlich ist die Auseinandersetzung um den Wert, in diesem Fall geht es nicht nur um Denkmalwert, sondern auch um Gebrauchswert von moderner Architektur und von modernem Städtebau natürlich etwas, was sich nicht nur entlang von Ost-West-Grenzen entscheidet, sondern das findet natürlich auch innerhalb der Gesellschaft, auch innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft statt. Also das heißt, in den Städten wird schon, also wenn ich jetzt gerade an Dresden denke, da war das sehr virulent, der Kampf um die Prager Straße bzw. um die Warenhauserhaltung dort, das ist schon etwas, was die gesamte Dresdner Stadtgesellschaft beschäftigt hat. Meine Schlussfolgerung, die ich an den Ende das jetzt gerückt habe, zu sagen, also dass sozusagen die Mitbestimmung über das, was in den Städten passiert, den Leuten mehr oder weniger entzogen wurde, einfach indem diese Stadtbereiche privatisiert worden sind und damit in die Verfügung ortsfremder Leute, Institutionen von Gesellschaften gekommen ist,
die sich nicht mehr unbedingt mit dem Schicksal der Stadt so identifizieren lassen. Das ist dann schon, glaube ich, was für das Selbstempfinden der Gesellschaft, finde ich das schädlich. Es wäre schon wichtig, also wir reden immer sozusagen von der, die Zivilgesellschaft hat ja ganz viel mit dem traditionellen Begriff der Stadt, des Stadtbürgerschaft zu tun. Und das ist sozusagen, das wiederum definiert sich sehr über das Gefühl, ob man Teil der Beschlüsse über diese Stadtwerdung oder so bleiben kann. Und das ist, hat sich einfach durch diesen ganzen riesengroßen Flächentransfer einfach über weite Strecken in ostdeutschen Städten aufgelöst. Und das hat die Diskussion natürlich extrem negativ beeinflusst. Es hat inzwischen eine neue Bewertung auch im Westen darüber gegeben. Das ist das große Verdienst einer jungen Riege von Historikern, die sich sehr ins Zeug gelegt haben und publiziert haben zu dem Thema. Und es gibt jetzt irgendwann tatsächlich, wenn man noch oder vielleicht 10 Jahre noch Geduld hat, dann sind die auch die 50 Jahre wieder da und dann sind quasi die findet ein ganz normaler Übergang in den Denkmalsbegriff statt. Das hat bis jetzt hat das mehr oder weniger die Zeit der Vorkriegsarchitektur betroffen. Wir sind jetzt etwa mit den 50er Jahren, die sind ziemlich, die kommen ziemlich glatt in der Denkmalsbetrachtung schon positiv durch. Und ich glaube, es wird dann irgendwann die nächste große Ausstellung in der Berlinischen Galerie befasst sich schon mit den 80er Jahren Architektur. Das heißt, da ist sozusagen demnächst schon wieder eine neue Bewertung zu erwarten. Ja, es gibt dazu noch eine Frage/Kommentar zu der Frage, ob die Neuverteilung des Bodens in den Zentren in den ostdeutschen Städten sich von den Städten in früher sozialistischen Ländern unterscheidet. Ist es ein typisch deutsches Problem oder nicht? Oder ist es eher ein allgemeines Transformationsproblem? Also der Mechanismus, um den es hier geht, der unterscheidet sich nicht so sehr. Also wenn man zum Beispiel nach Warschau kommt, das ist mir immer das nächstgelegene Beispiel quasi vor unserer Haustür hier, da ist das mit der Fremdbestimmung der Zentrumsentwicklung noch viel stärker, als es sich in ostdeutschen Städten jemals ausgeprägt hat, einfach weil da noch mehr Geld hingeflossen ist und die Häuser sind noch höher als das, was in Deutschland zurzeit baubar war. Insofern, also die Mechanismen sind die gleichen. Insofern haben wir es da auch schon natürlich mit einem globalen Entwicklung zu mit einer globalen Entwicklung, was die Stadtentwicklung angeht, zu tun. Das ist durchaus vergleichbar. Was vielleicht weniger vergleichbar ist, ist tatsächlich das Beharren auf der Idee, dass eine Stadtbürgerschaft ihre Stadt regiert. Und dass sie Einfluss auf das nimmt, was darin geschieht, beziehungsweise dass sie sich extrem in Frage gestellt sieht, wenn allzu viel Fremdbestimmung sich dort rührt. Das mag in anderen osteuropäischen Ländern etwas anders sein, das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Ich weiß nur, dass es in Deutschland aus der Tiefe eines historischen Erfahrung kommt, ein Leitbild zu sagen, also die Stadt ist das Produkt ihrer Bürger und nicht frei flottierende internationale Kapitale. Ist zwar die Praxis, wie es sich in den letzten 20 Jahren hier in Deutschland wirklich durchgesetzt hat, aber ich glaube, in unserer kulturellen Erwartung unserer Stadtgesellschaft ist es noch nicht angekommen. Wir müssen leider ein bisschen auf die Uhr gucken. Eine ganz klitzekleine Frage noch, Herr Kiel. Es gab ja mal das Berliner Stadtforum. Würden Sie denn sagen, das hat alles nichts gebracht? Die haben sich doch dann wirklich nach 1990, also Anfang der 90er Jahre, sehr stark eingebracht. Das ist ein ganz heikles Problem, weil das Stadtforum war eine sehr honorige Erfindung und sie ist auch von sehr vielen guten Leuten mit sehr großen Erwartungen und Hoffnungen betrieben worden. Leider zu einem Zeitpunkt, als auch vor den Türen dieser Versammlung ganz andere Verhandlungen geführt und ganz andere Verträge abgeschlossen wurden. Das heißt, im Stadtforum Berlin sind sehr Visionen für die Stadtentwicklung entworfen worden. Es sind sehr viele wichtige Themen angesprochen worden, aber die Praxis lief einfach separiert davon in anderen Kanälen und mit anderen Durchsetzungskraft. Also die gesamte Innenstadt, über die unter anderem in den Stadtforum geredet wurde, ist in der Zwischenzeit, wie gesagt, mit diesem fremden Geld mehr oder weniger
veränderte Tatsachen geschaffen worden. Es mag sicherlich für längerfristige Projekte, ob das jetzt die Verkehrsinfrastruktur ist, ob es die Frage der bis hin also zur Einbindung der Stadt in ihren Umlandbeziehungen oder so, soweit die dort diskutiert worden sind, ist das vielleicht tatsächlich politisch relevant geworden. Aber unmittelbar die Stadtentwicklung selbst von Berlin, in dem Falle ist vom Stadtforum so gut wie nicht beeinflusst worden. Okay, Herr Kehl, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne weitergehen im Programm und Sören Becker ankündigen. Dr. Sören Becker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeografie am Geografischen Institut der Universität Bonn. Zuvor war er an der Humboldt-Universität zu Berlin und bei uns am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung tätig. Im Sommer 2020 gab er zusammen mit Matthias Naumann, ebenfalls IAS-Alumnus, den schon erwähnten umfangreichen Expertenband Regionalentwicklung in Ostdeutschland heraus. 500 Seiten, einmal angemerkt an dieser Stelle. Sei ganz herzlich willkommen an deiner alten Wirkungsstätte des IAS, lieber Sören, mit deinem Statement Ostdeutschland heute eingebettet, differenziert, politisch. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und auch für die freundliche Einleitung, dass in dem Sinne viel auf den Sammelband Bezug genommen wurde, den ich jetzt gar nicht so penetrant vorstellen möchte in den nächsten Minuten, sondern ich würde gerne die Möglichkeit dieses Statements nutzen auf ein paar Punkte, die Herr Ieber zu Beginn angesprochen hat, Bezug zu nehmen. Und trotzdem auch diese Frage vielleicht noch mit zu, diese Frage mit in den Blick zu nehmen, lohnt es sich heutzutage über Ostdeutschland zu forschen? Und wenn ich versuche, einen Anschluss zu finden an die vorherigen Statements und Debatten, da fällt mir doch sehr stark auf, dass wir bei allem Bemühen um eine Art von wissenschaftlich kühlen Blick immer wieder in eine emotionale Debatte darüber kommen, darüber, wer was sagt, über die Frage, was bleibt, über die Frage, was gerade ist und auch über die Frage, was kommt. Und trotz dieser Schwierigkeit, die mich auch persönlich betrifft, versuche ich, die Fragen und die Punkte analytisch aufzunehmen. Und hinter allem steht ja diese Frage: Lohnt es sich oder ist es gerechtfertigt, heutzutage noch ein Sammelband über Ostdeutschland, über Regionalentwicklung in Ostdeutschland herauszugeben? Oder ist das nicht eine Art Setzung, eine Voraussetzung, ein auf Dauer stellen einer längst nicht mehr gültigen räumlichen Kategorie? Und ich würde gern auf diesen Einwand mit folgender Differenzierung reagieren, nämlich der Differenzierung zwischen dem Gegenstand und der Erklärung auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Das bedeutet, um es kurz die Grundaussage zu tätigen, ich gehe davon aus, dass es sich lohnt, Ostdeutschland heutzutage als Gegenstand weiterhin zu betrachten, als Forschungsgegenstand in den Blick zu nehmen. Aber wir sollten vorsichtig dabei sein, Ostdeutschland als schnelle Erklärung für Phänomene in den immer noch sogenannten neuen Bundesländern zu setzen. Das bedeutet natürlich, wenn ich sage, ein Gegenstand, geht es dabei auch wiederum zu differenzieren. Und das ist das, was wir in dem Buch machen. Das heißt, wir schauen auf verschiedene Gegenstände in insgesamt 6 Teilen mit über 30 Kapiteln. Im Publikum gesehen, Nico Grunze hat auch einen Beitrag dazu geliefert und außerdem auch Annette Steinführer. Und was wir dabei versuchen, ist sozusagen so ein Rundumschlag, eine Bestandaufnahme zur Forschung über Ostdeutschland mit vielen verschiedenen Gegenständen. Was wir dabei natürlich machen, ist zu sagen oder zu setzen, ja, es ist interessant, Ostdeutschland oder verschiedene Phänomene in Ostdeutschland sich zuallererst anzuschauen. Aber wenn man diese Differenzierung aufmacht, die ich eingeführt habe, die zwischen dem Gegenstand und der Erklärung, dann kommen wir auch zu einer Art Aufblättern dieser Frage, ist das relevant oder ist es gerechtfertigt, heute noch aus der Forschung über Ostdeutschland zu sprechen? Denn wenn wir uns zuerst den Gegenstand anschauen, dann müssen wir nach seiner Relevanz fragen, schauen, ist es noch gerechtfertigt, gibt es noch
eine Relevanz dieses Gegenstandes und dann erst im zweiten Schritt überlegen wir, welche Erklärungen, welche Punkte, welche Prozesse wir dafür in den Blick nehmen sollen, um einzelne Phänomene dieses Gegenstands genauer uns anzuschauen. Und also das bedeutet, die Frage, welche Forschung brauchen wir dafür, ist erst die zweite Frage. Bei all diesem rationalen, nüchternen Runterkochen dieser Diskussion bin ich natürlich selbst auch persönlich, biografisch involviert. Das bedeutet, meine aktive Erinnerung setzt ungefähr um das Jahr 1990 an. In die damaligen Transformationserfahrungen in Erfurt, in Thüringen, waren so ein Teil meiner sozusagen prägenden Phase in der Entwicklung, und viele Nachrichten von Betriebsschließungen, Arbeitslosenzahlen waren so der Beginn meiner aktiven Erinnerung. Und gleichzeitig, ähnlich wie Annette Steinführer, konnte ich durch die neuen Möglichkeiten, die es dabei gibt, auch den Blick erheblich weitern, ein Studium aufnehmen, was ich mir selbst ausgesucht hatte. Ich hatte Reisemöglichkeiten, ich konnte im Ausland studieren, ohne Mitglied einer Partei zu sein. Und gleichzeitig freue ich mich jetzt, in Bonn zu sein. Ich erlebe es als persönliche Bereicherung und möchte trotzdem von dieser Außenperspektive wieder zurückkommen auf diese Relevanz, heute noch über Ostdeutschland zu sprechen. Denn tatsächlich stolpere ich sogar in der ehemaligen Bundeshauptstadt, heutigen Bundesstadt, immer wieder über Ostdeutschland. Sei es zum ersten als politische Kategorie. Das bedeutet, Ostdeutschland ist weiterhin sehr lebendig in der bundesdeutschen politischen Diskussion. Gestern erst wurde eine Bundestagsvizepräsidentin gewählt mit dem Argument, sie hat auch eine Ostvergangenheit. Es gibt Diskussionen über den Länderfinanzausgleich und viel näher an dem, was selbst mein eigenes Forschungsgebiet ist, gibt es derzeit starke Diskussionen um die Strukturhilfen beim Kohleausstieg. Und auch hier gibt es eine Diskussion, die letztendlich die Ostdeutschen von den westdeutschen Kohlerevieren unterscheidet. Das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Die Relevanz des Gegenstands Ostdeutschland erklärt sich aus seiner weiterhin politischen Bedeutung in der allgemeinen Diskussion. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, den haben wir schon angesprochen, der liegt in der Identität, in der gelebten Erfahrung von vielen Millionen Menschen und der begegnet einem auch manchmal überraschend. Ich war früher in diesem Jahr, jetzt kommt eine Anekdote, ich war früher in diesem Jahr in Marburg an der Universität und hatte dort ein Gespräch mit Studierenden und dort meinte einer der Studierenden zu Beginn seines Statements, ich komme ja aus den neuen Bundesländern. Ich meinte dann, ja, die sind ja gar nicht mehr so neu. Und er meinte, doch, das ist mir wichtig, das jetzt nochmal herauszustellen. Ich komme aus dem Osten und wir reden hier über Nachhaltigkeit. Und ich möchte dann das und das und das dazu sagen. Und das war so eine unerwartete Begegnung mit einer ostdeutschen Identität, die, und das sagt auch ein Beitrag in unserem Sammelband, auch von der jungen Generation angenommen wird, weitergetragen wird. Und auch wenn sie selbst keine realsozialistischen Erfahrungen haben, gibt es trotzdem ein Weitergeben der Erfahrungen der Eltern und auch eine Selbstidentifizierung mit Ostdeutschland als Region. Das meinte ich damit. Vielleicht wird es irgendwann eine ganz normale regionale Identität. Der zweite Punkt, der dritte Punkt für die Relevanz, der wurde schon angesprochen, sind die doch weiterhin auf Karten und auch teilweise in der Alltagsrealität aufscheinenden unterschiedlichen wirtschaftlichen und demografischen Strukturen. Hier hat Frau Rothacher eine schon sehr umfassende Einführung gegeben, deswegen möchte ich das einfach kurz halten und auch den Teil skippen, wo ich nochmal tiefer mit einsteigen möchte. Wichtig ist, dass solche Unterschiede, solche strukturellen wirtschaftlichen Phänomene, sie springen einem tatsächlich ins Auge. Sie gelten in diesem Bereich als konstruiert, aber ich habe jetzt hier kurz, ich hoffe, Sie sehen den richtigen Schirm.
Ja, genau. Eine Karte mitgebracht, das ist vom ZDF. Ich habe sie ausgewählt, weil sie eine interaktive Karte ist. Das bedeutet, sie zeigt mit Daten der Bundesagentur für Arbeit das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen. Und wir sehen sozusagen hier zuerst wieder, beide Teile sind blau, aber dieser Unterschied springt einem in dem Sinne ins Auge. Und man sieht auch hier sozusagen, wenn man in diese Grenzregion schaut, zum Beispiel hier Altmarkreis Salzwedel zu den angrenzenden westdeutschen Kreisen, einen Unterschied von 500 Euro. Das ist in etwa so viel wie der Unterschied zwischen Kaiserslautern und seinem Umland. Aber trotzdem evozieren diese Bilder, diese flächenhafte Darstellung in den Karten, etwas, wo man sich denkt, Moment, das lohnt sich doch scheinbar noch weiterhin zu untersuchen. Und hier möchte ich dann genau zu dem zweiten Teil kommen. Wie kann heutzutage eine Ostdeutschland-Forschung aussehen? Wie kann dieses Feld gemappt werden, wie wir in der Geografie auch sagen? Und ein wichtiger Ansatzpunkt dabei ist natürlich, diese Ungleichheiten zu erklären. Damit meine ich allerdings, eine Forschung zu betreiben, die weniger ihr Ergebnis setzt, sondern die Dynamiken, die dahinterstehen, entblättert. Das bedeutet, als zweiten Punkt, auch keine Landeskunde zu machen, zu sagen, Ostdeutschland ist so und so und ist das und das, sondern eher problem- und gegenstandsbezogen zu analysieren, welche Elemente gibt es im demografischen Wandel, welche Elemente schaffen unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen innerhalb Ostdeutschlands, aber auch darüber hinaus. Und dabei allerdings auch zu vermeiden, einen Schluss zu setzen, das liegt an seiner Geschichte. Denn eine Verkürzung von aktuellen Strukturen auf rein geschichtliche oder das sozialistische Erbe halte ich selbst für deterministisch und ehrlich gesagt auch etwas langweilig. Deswegen würde ich eher einen Schritt nach vorn gehen und sagen, wenn wir versuchen, Ostdeutschland zu untersuchen, können wir in drei Schritten vorgehen. Der erste Schritt ist zu versuchen, die politische Verwendung des Begriffes zu verstehen. Wer verwendet Ostdeutschland wann, mit welchem Interesse und mit welcher Folge? Das bedeutet, welche Interessenäußerungen sind in medialen Diskursen über Ostdeutschland eingeschrieben? Ist das Reden über Ostdeutschland eine Fremdzuschreibung? Ist es ein Reden über eigene Erfahrungen? Ist es ein Reden, dem vielleicht auch eine Art, ein Wunsch nach Anerkennung oder gar Emanzipation innesteckt? Der erste Punkt, die politische Verwendung hinterfragen. Der zweite Punkt setzt sich daraus zusammen, dass man die innere Differenzierung, also das Auseinandergehen in Wachstumszentren und periphere Regionen, in die sogenannten Gazellen als agile, schnelle Unternehmen mit in den Blick nehmen sollte, ebenso wie die Einbettung ostdeutscher Entwicklung in globale, internationale Trends. Also auch Ostdeutschland ist nicht nur durch ostdeutsche Entwicklungen geprägt, sondern ebenso über Prozesse von Privatisierung. Wir haben den Umgang mit Migration bereits angesprochen. Wir haben noch nicht über die Notwendigkeit gesprochen, dem Klimawandel zu begegnen. Und erst wenn wir sozusagen diese zwei Schritte bereits gemacht haben, die politische Verwendung des Begriffes dekonstruiert, zweitens diese Frage von interner Differenzierung und Einbettung in globale Trends uns angeschaut haben, erst dann werden wir vielleicht feststellen, dass es längerfristige Trends, Entwicklungslinien dabei gibt und dabei schauen, welche Phase, welcher Prozess hat solche Prägungen, die noch aus vergangenen Zeiten existieren, verursacht. Und da bin ich an der Stelle ganz bei dem Argument von Herrn Ieber, dass es zu kurz ist, Entwicklungen in Ostdeutschland nur auf die Jahre zwischen 49 und 89 zu reduzieren, sondern man sollte auch langfristige Entwicklungen mit in den Blick nehmen. Wenn wir beispielsweise über Großstrukturen in der Landwirtschaft nachdenken, wenn wir als offene Forschungsfrage uns vielleicht anschauen, dass auch rechte Wahlmuster in der Weimarer Republik, in Thüringen und Sachsen
früh schon weit verbreitet waren. Wir können auf die Zeit der DDR schauen, wie dort Wirtschaftszweige geschaffen wurden, tatsächlich auch planwirtschaftlich geschaffen wurden, die heute weiter existieren. Und wir sollten die Transformationsphase als gelebte Vergangenheit vieler Menschen nicht aus dem Blick lassen. Und um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich denke, es ist Vorsicht, man sollte sehr vorsichtig sein, Ostdeutschland heute als Erklärung zu setzen, aber man sollte es als Gegenstand für aktuelle Forschung auf keinen Fall umgehen. Vielen Dank. Danke, vielen Dank, Sören. Ja, wer möchte dazu sich äußern, Fragen stellen oder das kommentieren? Herr Kiel, bitte. Ja, Herr Becker, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihren Beitrag, auch vorhin schon mal. Sie haben uns sozusagen einfach nochmal darauf hingewiesen, dass die ostdeutsche Identität nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit einer DDR-Vergangenheit, sondern dass die ganz wesentliche Anzeichen einer ostdeutschen spezifischen Prägung aus der Zeit nach der Vereinigung resultiert, dass nämlich also dieses Wendedatum, Frau Steinführer sprach eben doch nur diesen Unterschied, ob man das als eine Maueröffnung oder als Wende bezeichnet. Im Prinzip haben wir in der ostdeutschen Geschichtsbetrachtung, wenn wir dann zurückzugucken, gucken wir quasi auf drei Geschichten. Eine davon ist klitzeklein, die hat nur ein Jahr gedauert. Das war sozusagen die Schwebephase zwischen diesen beiden Systemen, die aber offensichtlich gerade für Leute, die in dieser Zeit ein bestimmtes Alter hatten, extrem prägend ist und die nun große Schwierigkeiten haben, sich darüber mitzuteilen, weil so wenig Nachsicht einsichtig geworden ist, was die da umgetrieben hat in diesen in dieser Schwebephase zwischen der DDR und dem vereinten Deutschland. Also nochmal darauf hinzuweisen, es gibt tatsächlich, und das wird zunehmen, dass die, wenn es eine Prägung gibt, die sich messen lässt oder eine andersartige, eine spezielle, spezifische Identität, wird sie zu zunehmendem Maße dort zu suchen sein, was in der Zeit, in diesem Jahrzehnt nach der Wende passiert ist. Und dann, Herr Becker, nur noch mal ganz persönlich an Sie, dass die Geschichte, wenn es nur die Geschichte ist, langweilig finden, das ist einfach eine Frage, das wächst sich aus. Da kommen Sie in den nächsten Jahren noch dahinter, dass das überhaupt nicht langweilig sein muss. Es gibt Bewegung im Chat, glaube ich. Ja, also es gibt eine Frage, die sich nochmal an Sören Becker, es geht also um die Frage, dass Phänomene sozial konstruiert sind. Ich lese es auch gerade, ja. Ja, vielleicht liest du aber mal durch und reagierst direkt drauf. Also, so wie ich den Kommentar von Matthias Berndt verstanden habe, findet er, also er leitet es ein damit, dass er mich zu vorsichtig findet mit dem Statement, dass es sinnvoll ist, vor allem auch auf die aktuellen Prozesse zu schauen und dabei die historische Entwicklung zu stark aus dem Blick zu nehmen. Denn gesellschaftliche Phänomene sind sozial konstruiert und an der Stelle kommen natürlich auch Machtprozesse mit ins Spiel. Ich überlege, wie ich mich dazu positioniere und ich würde sagen, ich finde es, also das, was ich jetzt gesagt habe, war eher abstrakt. In der Praxis bedeutet das, tatsächlich so ein Phänomen sich anzuschauen, zu überlegen oder zu identifizieren, welches sind einzelne Merkmale, welches sind Eigenschaften, die dabei relevant sind und dann dabei die ostdeutsche Prägung nur als einen Teilbereich dieser Erklärung zu sehen und darüber hinaus tatsächlich auch auf das politische Framing von Problemen und dieser Verwendung von Ostdeutschland zu gehen, aber noch ganz stark auch auf aktuelle
Transformationsprozesse, die wir derzeit erleben. Und das ist, glaube ich, eine große, eine offene, konzeptionelle Frage, auch wie wir die derzeitigen Orientierungen hin zu, sagen wir, zu Fragen eines Strukturwandels, zu Fragen einer nachhaltigeren Wirtschaft, dem Umbau auch von Infrastrukturen, wie wir das in historische Entwicklungsprozesse einbetten, die natürlich ihre Wirkmächtigkeit haben. Aber ich glaube, es ist gut, beim Aktuellen anzufangen und dann eher logisch eine Art Rückverfolgung zu machen, statt zu sagen, zuerst es liegt an der Geschichte und dann diese Geschichte natürlich auch in der Erklärung zu finden. Ich hoffe, das hilft, das Antwort auf die Frage. Weitere Fragen? Herr Kunze möchte eine Frage stellen, aber ich glaube, er... Hier war, glaube ich, eine Frage so gedacht, ne, dass die mündlich gestellt werden möchte von Herrn Kunze, genau. Mhm. Dann können Sie das auch machen. Ich finde, das ist auch möglich. Dann mache ich jetzt mal nochmal. Ja, super. Vielen Dank. Erstmal großes Dankeschön an Sören Becker und Matthias Naumann für den Sammelband, der hervorragend gelungen ist, wenn Sie mich fragen. Und logischerweise eben auch so wie anvisiert zum richtigen Zeitpunkt erschienen ist. Als ich meinen Beitrag dazu geschrieben habe, hat mich so, also es ging ja um die Regionalentwicklung in Ostdeutschland. Und vor dem Hintergrund hat mich die Frage beschäftigt, die regionale Identität, die Sie angesprochen haben, oder die räumliche Abgrenzung Ostdeutschland, das ist ja auch im Vortrag von Frau Steinführer deutlich geworden, ist bei Leuten, die die DDR erlebt haben, ja auch mit rationalen Argumenten nachzuvollziehen, ist auch mit Emotionen belegt. Und wir sind, also ich bin 1978 geboren, und war 12 Jahre zur Wende. Wir sind im Prinzip die letzte Generation, die so ein Stück weit eine DDR-Sozialisation miterlebt hat und Ostdeutschland dadurch noch aus einem besonderen Blickwinkel kennengelernt hat. Und Sie haben an dem Kartenbeispiel deutlich gemacht, und das ist phänomenal, dass sich 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Deutschlandkarte immer noch so anschauen lässt wie in unserem DDR-Schulatlas, wenn man da einige Indikatoren drüber laufen lässt. Also das Problem oder die Herausforderungen in Ostdeutschland, die bleiben bestehen. Mich beschäftigt bloß die Frage, ist das auch für die Generation nach uns, also sozusagen die nächstjüngere Forschungsgeneration, noch von derselben Relevanz? Und wie wird sich die Ostdeutschland-Forschung verändern, wenn es eben völlig unemotional angegangen werden muss, wenn eben keine Beziehung mehr zur DDR besteht, sondern wenn es allein auf den Erfahrungen in den neuen Bundesländern beruht. Vielen Dank. Ich kann ja ganz kurz was zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so stark dann unemotional ist, weil das merkt man ja durchaus auch bei Studierenden, dass sie durchaus für solche Themen ein Interesse entwickeln können, die mit ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Herkunft zu tun haben. Und wenn auch in 15 Jahren jemand aus dem Landkreis Bautzen sich die Frage stellt, warum haben wir diese und jene Strukturdaten, kommt ja vielleicht auf eine ähnliche Fragestellung wie heute, ganz ohne sozusagen dieses emotionale Gepäck der DDR, das in 15 Jahren ist das die Geschichte der Großeltern mindestens. Aber trotzdem kann es natürlich emotional aus der eigenen Position und Sozialisierung eine abgeleitete Fragestellung sein. Das heißt, ich glaube, es wird nicht weniger emotional. Hier, bitte. Das beschreibt jetzt aber einen ganz klassischen Fall der Geschichtsschreibung. Man kennt diesen Bruch immer, das findet überall und in allen Zeiten und in allen zeitlichen Zusammenhängen statt. Das ist der Umschlag davon, wenn die Phase der persönlichen Erinnerung, des Gedächtnisses sozusagen umschlägt in die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem historischen Phänomen. Memory becomes history ist dann das Schlagwort. Das findet aber, wie gesagt, immer statt. Wir erleben jetzt momentan gerade das Aussterben der Kriegsgeneration. Das heißt, in der nächsten Zeit wird es eine Neubewertung
innerhalb der historischen Aufarbeitung dieser Kriegsjahre geben, so wie es die Zeit der Weimarer Republik schon bereits durchaus sich die Geschichtsschreibung verändert, indem sie dann halt nur noch aus Quellen und nicht mehr aus Zeugenberichten konstruiert wird. Da gehen bestimmte Aspekte verloren, das ist der Preis dafür, aber dafür gewinnt man eine andere Form von Überblick, Distanz und vielleicht auch Genauigkeit, wenn man also historische Maßstäbe anlegt. Insofern ist der Prozess, der da stattfinden wird, es wird ein anderes Bild dann auf diesen ganzen Prozesse geben, die hinter uns liegen. Und wir Beteiligten, wir Zeitzeugen, würden uns wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn wir das dann wahrnehmen, was dann über uns erzählt wird. Aber dagegen kann man nichts tun. Das ist der Lauf der Geschichtsschreibungsdinge. Danke, Herr Kiel. Weitere Meldungen, weitere Ideen, Kommentare? Dann würde ich jetzt vorschlagen, Herr Ebert, wenn Sie dann zu Ihrer Zusammenfassung noch kommen möchten. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt auch an dieser Stelle. Ja, vielen Dank, Herr Marken, und vielen Dank an alle Beitragenden für diese sehr inspirierende und sehr interessante Diskussion, die für mich auf jeden Fall schon wieder vieles Lehrreiches bereitgehalten hatte. Und ich wollte drei Punkte nochmal zusammenfassen, weil die mir wichtig erscheinen, auch über die Beiträge hinweg. Der erste Punkt hat etwas mit diesem Begriff zu tun, Wertschätzung. Und ich habe jetzt diese Pause zwischen den beiden Wortteilen bewusst gesetzt, weil es sozusagen zwei Elemente geht. Aber das schien mir irgendwie eine ganz wichtige Schicht in den ganzen Beiträgen zu sein. Also die eine Frage ist, wie wird etwas bewertet mit Bezug auf Ostdeutschland? Und die zweite Frage ist auch, wie kann man diese Bewertung denn dann praktisch vollziehen? Ne? Also wie findet sozusagen die Schätzung des Wertes statt? Und hier stellen sich eigentlich dann drei Fragen, nämlich die eine Frage ist, wer bewertet und wer wird bewertet? Dann die Frage, was wird bewertet, und schließlich die Frage, findet hier eine positive oder eine negative Bewertung statt? Und was wir, glaube ich, was sich durch die Beiträge schon durchgezogen hat, ist, dass hier in Bezug auf Ostdeutschland häufig der Westen in der Rolle des Wertenden ist und der östliche Teil in der Rolle des Bewerteten sich wiederfindet. Was wird bewertet? Eigentlich fast alles. Also auf jeden Fall, wir haben sehr viel gehört über die Bewertung von Architektur. Wir haben einiges gehört über die Bewertung von Qualifikation oder von Lebensleistung. Also kaum ein Lebensbereich ist sozusagen ausgenommen von der Bewertung. Und wir haben schon auch mit einer anhaltend negativen Bewertung auch zu tun. Und der Begriff anhaltend, der bringt mich zum zweiten Punkt, zur zweiten Beobachtung, dass wir eben nicht von einem, sage ich mal, von einer, von einem, also in Bezug auf Ostdeutschland, nicht von einem Bruch eigentlich über einen Bruch nachdenken sollen, sondern tatsächlich viel stärker über einen Prozess. Also viel stärker, als mir das bisher auch klar war. Also dass ganz große Bestandteile der ostdeutschen Identität heute eigentlich nicht mehr auf die DDR zurückgehen, sondern viel stärker darauf zurückzugehen, scheint über den Prozess, der danach folgte und die Erfahrungen, die da gemacht worden sind. Und das sind Prozesse der Deinstitutionalisierung, die eben nicht bruchhaft vonstatten gegangen ist, sondern schrittweise langsam vollzogen wurde. Herr Kiel hat es ausgeführt. Und gleichzeitig Schritte der Institutionalisierung, zum Beispiel die Privatisierung des Bodens, auch das ist ja nicht über Nacht gekommen, sondern das ist so schrittweise eingeführt und hat sich sozusagen über die Jahre erst in seiner Wirkmächtigkeit gezeigt. Es geht aber auch um die Zerstörung von materiellen Strukturen, also ganz konkret der Abriss von Gebäuden, von Denkmälern, Rückbau von Plattenbauten etc. Also auch das ist etwas, was sich
sozusagen prozesshaft langsam entfaltet hat, über die Jahre hinweg, nicht 1990 plötzlich über uns gekommen ist, sondern Schritt für Schritt bis heute anhält. Es haben sich Strukturen verfestigt, Elitenbildung, Armut. Ja, es haben sich auch biografische Erfahrungen, die mit dem Begriff Ostdeutschland gelabelt sind, vollzogen, lange nach der Wende. Frau Steinführer hat von diesem Jahrzehnt des Andersseins geredet. Und auch schlimmer als die Ignoranz des Westens gegenüber dem Osten ist eigentlich die anhaltende Ignoranz. Also dass es nach Jahrzehnten immer noch so wenig gewusst wird, ist eigentlich viel schlimmer, als dass mal wenig gewusst worden ist. Und schließlich habe ich auch noch eine Sache, dass eben auch jetzt hier sozusagen Tradition, also eine Tradierung stattfindet, also dass hier sozusagen schon biografische Erfahrungen tradiert werden und eine sozusagen aktive Annahme des Labels Ostdeutschland stattgefunden hat. Also hier diese Prozesshaftigkeit scheint mir ein wichtiges Moment zu sein. Und das Letzte, was ich auch noch sagen wollte, was auch sehr auffällig war, ist schon die Verwendung von, sage ich mal, sehr, sehr vielen emotional gefärbten Vokabeln. Also ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, wie zum Beispiel Hohn oder Herablassung oder Belehrung, auch Schuld, Opferrolle, also sehr stark emotional gefärbte Begriffe, die positiv oder ja, in der Regel negativ, ne? In der Regel negativ. Und dann noch einen weiteren Begriff, der Begriff der Befindlichkeiten, der ja diese starken Emotionen sozusagen in eine etwas irrationale Ecke schiebt, also im Sinne von diese Emotionen sind eigentlich ein bisschen übertrieben und Befindlichkeiten verniedlicht im Grunde so ein bisschen diese starken negativen Emotionen. Das sind einfach meine drei Beobachtungen, die ich nochmal am Ende anbringen wollte. Ja, vielen Dank, Herr Ebert. Vielen Dank auch nochmal an Sie alle. Gibt es jetzt noch zu den Äußerungen von Herrn Ebert Rückfragen, Rückkopplungen zu der Zusammenfassung, die eben gemacht worden ist? Haben Sie da noch Ergänzungswünsche oder spontane Ideen? Dann würde ich jetzt diese Runde langsam schließen. Es ist 15:45. Ich würde aber gerne an das Podium noch eine Abschlussfrage stellen an Sie alle. Zuerst an Sören Becker. Sören, stell dir vor, du machst zum 40. Jahrestag des Mauerfalls, das wäre dann wohl der 9.11.2029, schlägst du deine Lieblingszeitung aus, weiß ich nicht, welche das ist. Welche Überschrift würdest du da über Ostdeutschland gerne lesen? Das ist eine sehr schwierige Überschrift oder eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich würde gern etwas über eine gelungene ökologische Transformation eines altindustriellen Gebiets lesen. Also sozusagen ein Thema, was heute schon da ist, aber wo ich glaube, ich durchaus auch weiterhin Potenzial für interessante Ansätze sehe. Danke. Frau Rothacher, was lesen Sie? Also ich würde mir wünschen, dass ich gar nichts über Ostdeutschland lese, sondern über den Stolz eines gesamten Deutschlands, über das, was man geleistet hat. Und in der Zeit finden ja viele Strukturbrüche statt. Und ich würde mir wünschen, dass man aus den Erfahrungen der Zeit der Transformation der DDR gelernt hat und dass man da mit Erfolg drauf guckt. Dankeschön. Frau Steinführer. Schwere Frage. Ich würde mir wünschen, dass man manche Entscheidungen, die man in den letzten
10, 20, 30 Jahren getroffen hat, wieder rückgängig gemacht hat. Ein Punkt, ein Thema, das mich sehr umtreibt in meinem Forschungsgebiet, ist die Frage der Unselbstständigkeit der Dörfer, die Eingemeindung, das Eingemeindetwerden in Siedlungsgebilde, die so groß sind wie ganze Landkreise. Das ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Und das ist auch beileibe kein Thema, das es nur in Ostdeutschland gibt, sondern dass es in Westdeutschland seit Jahrzehnten gibt. Aber das wäre so ein Moment, wo ich mir auch mal Reversibilität politischer Entscheidungen wünschen würde und das Anerkennen, dass bestimmte Entscheidungen auch falsch waren. Das geht vor allem in die Richtung, dass ich von vielen Bürgermeisterinnen und Bürgern, von vielen Stadträtinnen und Stadträten höre, dass sie sich ohnmächtig fühlen und dass in einem der reichsten Länder der Erde, dass in einer Zeit vor Corona, also großen wirtschaftlichen Wachstums, dass sie vor Ort schwerwiegende Entscheidungen über die Schließung von Schwimmbädern, von Dorfgemeinschaftshäusern, von Jugendclubs treffen müssen und dass sie sich fragen, wo ist denn dieses Geld, wieso kommt das Geld hier nicht an? Das wäre ein Thema, das ich mir wünsche, dass ich in den 10 Jahren, dass in den 10 Jahren angegangen wird, und zwar beileibe nicht nur in Ostdeutschland. Okay, danke. Herr Kiel? Mir geht es ein bisschen wie Herrn Becker. Ich habe eine ähnliche Hoffnung oder Sehnsucht nach einer Überschrift. Ich würde das vielleicht ein bisschen zuspitzen noch. Ich würde nicht einfach nur über die Energiefrage oder. Also, ich könnte mir vorstellen, also würde mir wünschen, dass 2029 die Meldung kommt, dass mehrere Lausitzer Landkreise sich zu einem Zukunftskonzept durchgerungen haben und die Bundesregierung ultimativ auffordern, die Abschaltung der Braunkohle 10 Jahre vorzuverlegen. Die bisher geltenden Termine sind eigentlich ein Unding, wenn man überlegt, um was es dabei geht. Und wenn diese Initiative nun auch noch aus der, von der ostdeutschen Basis her käme, wären sozusagen alle Seiten rehabilitiert, glaube ich. Und, einem solchen Ansinnen dürfte sich auch eine Bundesregierung, von wem auch immer sie dann betrieben wird, nicht verweigern. Danke, Herr Kiel. Herr Ibert? Ja, ich würde mir eine Überschrift wünschen, die den positiven Wert, den Beitrag Ostdeutschlands hervorhebt. Also was wir alle von Ostdeutschland lernen können oder wovon wir uns eine Scheibe abschneiden können. Dankeschön an Sie alle. Ich hatte zuerst überlegt, Sie zu fragen, was wünschen Sie sich in der Süddeutschen Zeitung, aber dann wurde es mir im Laufe der Veranstaltung zunehmend mulmiger. Und was ich mir wünsche, ist auch eine überregionale Zeitung, die jetzt sage ich das einfach mal so, im Osten, weil ich ja auch schon so lange lebe und so gerne lebe, die hier aus dem Osten mal kommt. Auch wenn das vielleicht ein falsches Konstrukt ist, möchte ich da hier mal eine große Zeitung haben. Und ich möchte Ihnen wirklich ganz, ganz herzlich danken. Ich danke Felix Müller, Oliver Ebert, weil wir diese Veranstaltung hier ja zusammengestemmt haben. Und ich danke Ihnen auch zu Hause an Ihren Endgeräten, dass Sie so zahlreich erschienen sind und mitgemacht haben. Und ich danke dem Podium insgesamt nochmal herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so ausführlich miteinander sprechen können, weil die anderen Regionalgespräche, die waren ja immer vis-à-vis und da ist einfach eine andere Dramaturgie, eine andere Dynamik. Und von daher war das eine große Herausforderung, das heute mal so zu stemmen. Und durch Ihre Mithilfe, meine Damen und Herren, ist das ganz hervorragend gelungen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder beim nächsten Regionalgespräch. Bis dann. Tschüss. Thank you.